zum Live-Gottesdienst ja. mit uns beiden und wir freuen uns einfach, in dieser Gemeinschaft mit euch sein zu können. Wie ihr vielleicht gelesen habt, die beiden Themen, die wir so auf dem Herzen haben, sind, sie sind in dieser Woche entstanden. Gott hat uns das in der Gebetszeit Herz gelegt, wie immer. Wie immer. Und wir haben es so genannt, wie du kraftvoll betest und dann Feuer, Blut und Ewigkeit. Das sind zwei Themen, die wir heute Abend anschauen wollen. Amen. Genau. Des Weiteren haben wir geschrieben, wir wollen heute Abend mit euch Gemeinschaft haben im Abendmahl. Das ist ja immer ein bisschen jetzt ungewöhnlich geworden durch diese Krisenzeit, in der wir uns befinden und dass wir nicht in der Gemeinschaft Abendmahl nehmen, sondern eben in diesem virtuellen Raum. Und wenn du noch nicht das Abendmahl vorbereitet hast, dann kannst du das jetzt noch tun, dass du dir ein bisschen Brot holst, ein bisschen Wein, ein bisschen Saft, was auch immer du gerade zur Verfügung hast. Und wir hatten dann auch geschrieben und auch das letzte Mal gesagt, dass wir heute Abend ganz besonders für die Gebetsanliegen beten wollen, einstehen wollen, wo wir uns zusammenschließen wollen, um für Anliegen zu beten. Und einzustehen. Und einzustehen. Vor den Herrn zu bringen. Vor den Herrn zu bringen, ja. Und dann hat uns jemand angeschrieben, nennt ihr meinen Namen auch und so. Das werden wir nicht tun. Also wer uns das Gebetsanliegen geschickt hat, du kannst ganz entspannt sein. Wir werden keine Namen nennen. Wir werden das auch nicht einfach so alle vorlesen. Geht auch gar nicht. Nee, das ist zu viel. Denn schaut, hier diese Schale mit diesen Anliegen, die haben wir in den letzten 2-3 Wochen maximal, haben wir die bekommen. Ja, aber höchstens, die meisten sind ja jetzt erst. Ja, und selbst heute kamen noch ganz viele rein und Leute haben auch auf den Anrufbeantworter ihr Anliegen gesprochen und wir wollen dafür heute beten, mit euch allen gemeinsam. Aber ich möchte auch noch mal sagen, wie wir das machen, Martin, wenn Gebetsanliegen zu uns reinkommen. Tja, wenn wir eine E-Mail bekommen, dann wird eigentlich, so wie das kommt, erstmal schon mal dafür gebetet. Ja? Ja. Also dass das erst schon mal ernst genommen wird. Ja? Und dann wird es ausgedruckt. Und dann haben wir es einfach bei unseren täglichen Andachten und so weiter. Manchmal führt uns der Herr, dass wir wirklich uns richtig, richtig Zeit nehmen für die gesammelten Anliegen oder auch Einzelne. Manchmal gibt es Einzelne, wo wir wirklich wissen, das ist was ganz Besonderes. Ansonsten sammeln wir die natürlich und dann, immer wenn wir denken, es ist mal wieder dran, dann machen wir eben so eine Gebetsaktion und beten für die eingegangenen Anliegen. Und wir behalten das auch dann bei, also im Sinne von, dass wir einfach beten für alles, was da bei uns eingegangen ist. Wir wollen eigentlich erwarten, dass es Veränderung gibt, dass es einen Durchbruch gibt, dass wir Zeugnisse bekommen und dass es wirklich spürbar ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Genau. Wir hatten jetzt in letzter Zeit wieder mal gelesen, Bücher gelesen, reingeschnuppert in diese Erweckungsbewegungen von Maria Woodward Etta oder von dem Azusa Street oder wie auch immer diese Bewegungen hießen. Das waren starke Bewegungen, das war ein starkes Wehen des Geistes, eine starke Präsenz des Herrn und da geschahen Zeichen und Wunder allein durch das Verkündigen des Wortes Gottes. Und das ist etwas, wo wir wenn ich das abends lese, dann muss ich immer schon aufpassen, dass ich nachts nicht ständig wach bin und darüber nachdenke und darüber bete und sage, Herr, das muss auch in unserem Land möglich sein. Das kann nicht sein, dass es vor 100 oder 150 Jahren diese Zeugnisse, diese starken Zeugnisse gegeben hat. Zeichen, Wunder, Heilung, Befreiung. Ja. Und wir heute danach hungern müssen, dass Zeichen und Wunder bei uns in deinem und in unserem Leben passieren.
Und das ist immer noch das Feuer, was in uns brennt. Martin, als wir zur Bibelschule gegangen sind, war es genau dieses Verlangen, was wir damals schon hatten. Also wir sind seit etwa 30 Jahren hinter dem her, dass wir sagen, es muss mehr geben. Der Herr hat mehr für uns. Wir brauchen Zeichen, wir brauchen Krafterweise. Wir müssen sehen, dass das, was in der Bibel steht, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, real ist. Wir müssen es erleben. Es ist das, wozu uns Jesus aufgefordert hat, im Missionsbefehl, in den Missionsbefehlen, wo er gesagt hat, geht vorwärts in dieser Kraft. Und wo du in dem Neuen Testament schaust, findest du das. Und dass wir es heute so wenig, es ist ja nicht nichts, aber so wenig in der westlichen Welt finden. Zu wenig für uns. Das wird sich ändern. Ja. Und deshalb sind wir begeistert von den prophetischen Worten, die immer wieder sagen, es kommt was, es kommt was, es kommt was. Und das hält uns auch dabei, voranzugehen mit dem Herrn. Und wir erwarten eine gewaltige Bewegung Gottes. Also dieses, Gott hat mehr für dich, das ist etwas, was der Herr in unser Herz gepflanzt hat, was aufgegangen ist und wo wir wirklich sicher sind, er wird es tun. Ja. Und das ist unser zutiefstes Herzensverlangen, dass wir das in unserem Dienst, in unserem Leben sehen. Und deswegen vertrauen wir dem Herrn, dass heute Abend auch bei euch Dinge verändert werden. Wir machen diese Gottesdienste nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Ja, oder weil wir ein Beschäftigungsprogramm bräuchten und sondern wir wollen, dass die Kraft Gottes in unserem Land, in unserer Region, in unserem Leben sichtbar, spürbar wird und Menschen verändert werden. Das, was wir nicht wollen, ist Menschen an uns binden, sondern wenn du nicht gebunden bist an Jesus, dann ist das alles umsonst. Dann läufst du hinter Menschen her und Menschen sind immer fehlbar. Wir wollen, dass Menschen angebunden werden in einer Beziehung zum Herrn und dass daraus die Kraft kommt zum Leben. Denn das ist unser großes Verlangen. Ja. Weißt du, es gibt immer wieder Situationen, wo man oder wo Menschen sich auf irgendwelche Leiter verlassen, auf irgendwelche Leute, die sie führen und so weiter. Das ist im Grunde genommen okay, nur wenn das zu viel wird, wenn man den Leiter zu sehr auf eine Position hebt oder sich zu viel von ihm verspricht, zu viel auf ihn projiziert und so weiter, dann ist das sehr ungut. Ja? Also auch ein Pastor mit seinen Schäfchen, da muss in einer gesunden Relation bleiben. Und wir sind Leute, die sagen, also wir wollen wirklich echt niemanden an uns binden, an unseren Dienst binden, an irgendwas. Genau. Ja, deshalb sind wir auch sehr dezent mit, was weiß ich, Spenden aufrufen oder solche Sachen oder überhaupt Dinge, sondern wir sind Leute, die sagen, du musst in der Freiheit bleiben. Du musst wirklich frei sein. Du kannst checken, ist das was für mich? Prüft aber alles und das Gute behaltet. Wenn du es als gut empfindest, dann behältst du es und connectest dich damit. Und wenn nicht, dann ziehst du weiter und guckst, wo der Herr dich einfach hinführt und wo du einfach guten Segen bekommst. Ja. Es gibt so viele Angebote. Das hier ist eins, aber ich denke, wir sind ganz schön kernig. Ja, ich hoffe das. So, wir sind Leute, die andere mitnehmen wollen auf diesem Lauf des Glaubens, die Leute mitnehmen wollen, dass wir zum Ziel kommen, dass wir am Ziel ankommen und dass wir danach Ausschau halten. Und manchmal ist es so, Leute laufen eine Strecke mit, manchmal laufen sie eine andere Strecke und das ist alles okay so. Das, woran es uns liegt, ist, auf den Herrn zu schauen und verwandelt zu werden von ihm, dass wir nicht mehr so bleiben, wie wir jetzt sind, sondern verwandelt werden in sein Ebenbild. Also nichts mit, ich will so bleiben, wie ich bin. Nein, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Nein, danke. So, als ich... Moment mal, willst du jetzt anfangen? Ja, gleich. Dann hätte ich nämlich noch eine Ansage. Ja, bitte. Sag an. Hier, Shofar. Heute geht es ein bisschen ums Shofar, aber für alle Freunde vom Shofar habe ich eine Ansage. Und zwar könnt ihr euch zwei Termine reservieren, notieren und aufschreiben. Wir werden die auch auf unserer Webseite noch kommunizieren, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Am 8. August
8. August, das ist ein Samstag, wird es einen Schofa-Einsatz geben, einen der deutschlandweiten Schofa-Einsätze, gemeinsam mit Hermann Schneider, gemeinsam mit Dr. Christian Oehlwein und so weiter. Ich bin dabei. Und der erste am 8. August ist in Mittelfranken. Das ist so etwa, grob gerechnet, 85 Kilometer südwestlich von Nürnberg in der Region Dinkelsbühl in der Kante. Da treffen wir uns. Mhm. Nähere Infos folgen. Und am 20. August, das ist ja nur ein paar Tage später, das ist ein Donnerstag. Der Herr hat diesen Donnerstag gesetzt. Da gehen wir in die Nordalb, das ist gar nicht so weit weg davon. Das ist in der Region Göppingen, also so etwa 50, 55 Kilometer östlich von Stuttgart in der Region. Also zwei Einsätze in Süddeutschland am 8. August, Samstag, und am 20. August, Donnerstag. Für alle Fans vom Schofa, auch ich denke, da gibt es wieder welche zu kaufen bei den Einsätzen. Jeder, der da mal dabei sein will, das miterleben will, herzliche Einladung. Kannst du schon mal den Termin reservieren und weitere Infos folgen. Danke sehr. Ja. Wir werden das sicher auf der Webseite noch die Einladung schreiben, genau den Ort, genau die Uhrzeit. Du brauchst also jetzt nicht beunruhigt zu sein, dass die Dinge dir nicht mehr nachher im Bewusstsein sind, sondern es wird alles zu seiner Zeit kommen. Das andere, was ich noch sagen möchte, wir danken ganz, ganz herzlich für all die Zuschriften, für alle mit uns stehen. Und wenn Leute uns schreiben, hey, der Herr hat mich heute Morgen geweckt und ich musste für euch und euren Dienst beten, das ist etwas, was uns total segnet und wo wir sehr, sehr dankbar sind. Wir brauchen Gebet, unbedingt. Und wir danken für alle Zuschriften. Und selbst heute haben wir Gebetsanliegen dabei, die von der Schweiz kommen, von Österreich kommen, die von Australien sogar geschickt wurden. Ihr seht, durch die Internetzugriffe sind wir einfach viel, viel weiter, weltweit aufgestellt. Und es ist ein großer Hunger nach einer Berührung Gottes da. Und das ist etwas, was mich auch immer zutiefst bewegt. Und als wir den ersten Stapel mit diesen Gebetsanliegen, die wollte ich zur Seite legen. Und dann habe ich die alle nochmal gelesen. Das war wirklich viel. Und ich habe jedes einzelne gelesen, nochmal, obwohl wir die schon ein paar Wochen bei uns hatten. Und es hat mich so bewegt, dass ich zu Gott gesagt habe, Herr, ich kann doch diese Anliegen jetzt nicht einfach irgendwo hinlegen oder sie schreddern, oder denn da sind ja auch persönliche Daten drauf, man kann die nicht einfach in den Mülleimer stecken oder was auch immer. Und es ist auch in meinen Augen etwas total Kostbares, wenn man sein Herz ausschüttet und Menschen etwas anvertraut, worüber man vielleicht noch nie mit jemandem gesprochen hat, wo man eigentlich nur im Gebet die Dinge bewegt hat. Und so habe ich gesagt, Herr, dein Volk leidet. Dein Volk ist attackiert. Dein Volk steht unter einer heftigen Bedrängnis. Der Feind ist an den Menschen deines Volkes dran und er versucht ihnen Land zu rauben. Er versucht ihnen die Familie zu rauben. Er versucht Finanzen wegzunehmen, einfach Berufungen stillzulegen, Leute einfach vom Volk Gottes ruhig zu stellen oder sie so zu beschäftigen, dass sie keine Zeit mehr haben, mit dem Herrn überhaupt in einer Gemeinschaft zusammen zu sein. Und ich war so tief bewegt darüber, dass ich diese Anliegen nicht einfach weglegen konnte. Und dann gab es da eine ganz witzige Situation. Mein Blick fiel auf ein Körbchen, das zeige ich euch. Das war dieses Körbchen. Jemand von meiner Familie hat es mir unter den Schreibtisch gestellt und ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und der Herr hat gesagt, tu die Anliegen in das Körbchen und bewahre sie auf, bis ich mein Werk vollendet habe. Das war das Reden Gottes hier für diese Stapel von Anliegen, von
von vor vielleicht 4, 5 Wochen, die hatten wir gesammelt, dafür hatten wir ja auch schon mal gemeinsam gebetet. Tu sie in das Körbchen und warte, bis ich mein Werk vollendet habe. So, deswegen habe ich dieses Körbchen aufbewahrt und ich war einfach so bewegt davon, dass es Gott so wichtig ist, wie es dir geht. Es ist ihm nicht egal. Es ist nicht so, dass du aus seinem Blick verloren gegangen bist, dass er dich verpasst hätte, dass er dich vergessen würde, sondern Gott ist dein Leben so sehr wichtig. Und er hat mir gesagt, tu das in das Körbchen und warte, bis ich mein Werk vollendet habe. Also alle die, die jetzt schon mal ihr Gebetsanliegen geschickt haben, die anderen werde ich auch da rein tun. Es ist einfach etwas, was ich wie ein Opfer vor dem Herrn hin und her bewege und ihn um sein Erbarmen anflehe, um seine Gnade, um sein Eingreifen, um Veränderung. Ich habe das am Anfang gesagt, in diesen Erweckungsbewegungen wurde ein Wort gesagt und der Herr hat sich dazu gestellt. Und wir glauben, dass heute Abend der Herr in deinem Leben Veränderung schafft. So, und als ich dieses Körbchen genommen habe und habe diese Anliegen da reingetan, da hat der Herr mich erinnert an ein Körbchen, was in der Bibel ganz besonders erwähnt wird. Und die bibelfesten Leute, die wissen sofort, ich meine das Schilfkörbchen, in das Mosebaby reingelegt wurde. Der Text steht in 2. Mose 1. Und ich habe dann gleich nochmal angefangen, diesen Bericht über diese Situation nachzulesen. Und es ist sehr, sehr interessant für mich auch gewesen zu hören, was der Heilige Geist mir darüber sagt. Nämlich, das 2. Buch Mose ist das große Thema der Befreiung, der Exodus, die Befreiung aus der Sklaverei, die Befreiung von einem Joch, was das Volk Gottes sehr, sehr bedrückt hat. Und wenn du in einer Situation jetzt bist, wo du sagst, ich habe den Eindruck, ein Joch liegt auf meiner Schulter, ich habe den Eindruck, ich bin wie unter einen Sklaven stecken gekommen und der Feind attackiert mich, dann weiß das, es geht um die große Befreiung von diesem Joch und von dieser Sklaverei. Eine Hauptfigur wird in diesem Bericht genannt und das ist Mose, der Befreier, der das Volk anführt, aber zuerst wird berichtet, dass er noch in diesem 3 Monate alten Baby war und der Name Mose, der dann da später genannt wird, der kommt ja eigentlich von der Tochter des Pharao. Und es war gar nicht so ungewöhnlich, dass sie ihn Mose genannt hat. Und der Name Mose, der war schon an dem ägyptischen Hof nichts Ungewöhnliches. Ihr kennt es vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Da wird berichtet von Tutmoses oder von Ramose. Das waren diese Namen, die in dem ägyptischen Herrscherreich nicht unüblich waren. Mose heißt eigentlich nur aus dem Wasser gezogen. Und das Interessante daran finde ich, Mose, der selbst aus dem Wasser herausgezogen wurde, wird zu einem Herauszieher, nämlich aus der Sklaverei, indem er das Volk Gottes herauszieht. Und das ist die Botschaft auch für uns heute. Wir sind herausgezogene Leute. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du ein Leben in der Nachfolge mit ihm lebst, wenn du eine Beziehung mit ihm hast, dann bist du ein Herausgezogener und gleichzeitig ist deine Berufung, jemand zu sein, der herauszieht, nämlich das Evangelium des Reiches zu verkünden und Menschen aus der Finsternis in das Licht Gottes hineinzuziehen. So, das hat wieder ganz, ganz neu zu mir gesprochen. Der Herausgezogene wird zu einem Herauszieher. Das bist du und das bin ich. Und in dem will ich treu laufen. So,
was noch wichtig für mich war, ist, dieser Befehl des Pharao, der ergangen ist, war ja der, dass alle männlichen Jungen eigentlich umgebracht werden mussten. Es war eine strikte Anordnung, die der Pharao den Hebammen gegeben hatte. Und er hat wörtlich darin gesagt, sie sollen den hebräischen Frauen nicht mehr bei der Geburt helfen. Und dann in Kapitel 1, Vers 17 lesen wir ganz was Besonderes. Und ich sage das deshalb, weil ich den Eindruck habe, manche müssen es tatsächlich hören. Es hat Bedeutung für unsere Zeit. Da lesen wir: Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern sie ließen die Jungen am Leben. In Vers 20 lesen wir: Und Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Schau, das ist wichtig. Wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen Gottesfurcht haben. Sein Wort über alles andere stellen. Und diese Hebammen hier, die haben Gottesfurcht gehabt. Und Gott stellte sich zu ihnen. Und Gott schenkte ihnen persönlich Nachkommen. Der Pharao fand das nicht gerade witzig, sondern er hat seine Anordnung nochmal verschärft und er hat sich wahrscheinlich sehr geärgert, dass seine Ziele durchkreuzt wurden. Und die Anordnung, jeden Sohn, der geboren wird, soll in den Nil geworfen werden. So, also, es war eine sehr bedrohliche, sehr schwere Zeit, in der Mose geboren wird. Und für die Eltern, die unter dieser krassen Anordnung waren, die eigentlich damit, dass sie den kleinen Sohn versteckt haben, gegen das Herrschersystem sich aufgelehnt haben, für sie war es bestimmt schwer. Und ich habe gelesen über Jochebed, das ist die Mutter von Mose, die ihren kleinen neugeborenen Sohn versteckte, bis er 3 Monate alt war. Und ich habe mich gefragt, was muss es sie gekostet haben, als sie dieses Baby in dieses Schilfkörbchen gelegt hat und aufs Wasser gestellt hat. Es war bestimmt sehr, sehr schwer. Aber Gott hat sich dazu gestellt. Und es heißt, dass Jochebed und die auch die Schwester Miriam und der Vater, dass die Gott vertrauten, dass sie Gott mehr glaubten als allem anderen, was sie gesehen haben. Das Wort, das hebräische Wort für dieses Schilfkörbchen heißt Teba. Und es ist das gleiche Wort, was verwendet wird, wenn uns in dem Bericht von der Arche Noah berichtet wird. Es war ein Kästchen, was von Gott persönlich bewacht wurde, wo Gott seine Pläne quasi reingelegt hat, wo Gott seine Herzensanliegen reingelegt hat, bis sein Werk vollbracht war, bis sein Werk vollendet war. Noah war in der Arche, bis der Herr das Wasser zurückgehen ließ. Und er hat Noah mit seiner Familie bewahrt. 3 Söhne, 3 Schwiegertöchter und seine Frau. Das waren 8 Menschen. 8 steht immer für den Neuanfang, steht immer als Zahl für etwas Neues kommt. So, also bewahrt, aufbewahrt, gesichert von Gott, bis sein Werk vollendet ist. Und das war wieder dieses Ding, was mich so beeindruckt hat, dass der Herr gesagt hat, tu die Gebetsanliegen in das Körbchen, bewahr sie auf, bis mein Werk vollendet ist. Ich möchte dir sagen, sei nicht ungeduldig, sei nicht unzufrieden. Komm nicht dahin, dass du gegen Gott musst oder dass du sagst, jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gebetet und jetzt hat der Herr immer noch nichts gemacht. Ja, das stimmt. Das ist eine schwere Zeit, manchmal auszuhalten, dass wir die Erfüllung unserer Herzenswünsche herbeisehnen und es verzieht sich, es dauert ein bisschen.
Und manche Leute von uns, die hier in dieser Gemeinschaft jetzt zusammen sind, sie beten seit Jahren und sie sehen im Moment noch nicht. Und ich bete inständig, dass ab heute es einen Shift gibt, dass ab heute die Dinge sich verändern werden, dass ab heute ein neues Kapitel in deinem und in meinem Leben aufgeschlagen wird, dass dieser Hunger nach dem Krafterweisen Gottes wirklich gestillt wird. Die Befreiung Ägyptens aus Ägypten, die Befreiung des Volkes aus Ägypten, das war ein Eingreifen, ein wunderbares Eingreifen Gottes und durch Zeichen und Wunder der ganz besonderen Art. Ihr kennt all diese Berichte. Und das Zeichen an den Türpfosten, das vorher, als es dann zum Auszug kam, das war das Blut des Lammes. Und das ist es, was aus der Sklaverei herausgebracht hat. Und das ist es auch, was uns heute beschäftigt, wenn wir das Abendmahl nehmen. Denn daran erinnern wir uns an das Blut des Lammes, die Kraft des Blutes, die Macht des Blutes. Weißt du, wir rufen ganz, ganz oft diese Kraft des Blutes Jesu über den Gebetsanliegen aus. Manchmal nehmen wir Abendmahl über diesen Stapeln von Anliegen. Und wir schütten etwas Wein auf diese Anliegen. Und wir nehmen das Brot und legen es auf die Anliegen. Wir nehmen ein Fläschchen Öl und stellen es auf die Anliegen und salben diese Anliegen. Einfach stellvertretend für das Leben, was dahinter steht. Da steht so viel Not, so viel Bedürfnis, so viel Dinge, wo Menschen an Grenzen gekommen sind. Und es sind Kinder Gottes. Und wir können das nicht einfach so hinnehmen. Wir können das nicht einfach so ignorieren. Wir können nicht einfach so tun, als wäre das ja nichts. Und Menschen leiden. Das Blut des Lammes. Als ich in dieser Woche in einem Punkt sehr attackiert war, habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, was sagst du denn über diese Situation? Was soll ich denn jetzt machen? Und der Herr hat geantwortet, rufe meinen Sieg aus, ruf den Sieg meines Blutes über diese Situation aus, über die Bedrängnis, die in dir ist, über diese ganze Sache, die noch nicht gelöst ist. Ruf meinen Sieg darüber aus. Und dann fiel mir ein, als wir im Mitte März diese letzte Brothauskonferenz bei uns hatten. Ihr erinnert euch sicher, da begann das ja mit diesem Corona. Corona war auf einmal in aller Munde. Corona bestimmte die Gedanken, Corona bestimmte die Nachrichten. All überall wurde nur noch darüber geredet und der Mund war voll von Corona. Und ich war im Gebet und habe gesagt, Herr, das ist doch irgendwie ätzend. Wir können da nicht ständig über dieses Thema reden. Und der Herr hat gesagt, immer wenn das Wort Corona gesprochen wird, dann sage, Jesus hat den Sieg. Und genauso haben wir das bei der Konferenz eingeübt. Wir haben gepredigt und es ließ sich ja manchmal gar nicht vermeiden, weil die Situation, in die wir alle gekommen waren, war so neu. Weißt du, mittlerweile glaube ich, so schlimm wie das ist, aber wir haben uns an vieles gewöhnt. Und trotzdem ist es eine Bedrängnis, sind es Wehen, die erste starke, spürbare Wehe, die wir wahrnehmen, die wirklich auch endzeitlich die Dinge anspricht. Und wir haben das geübt. Immer wenn jemand gesagt hat, Corona, haben die 350 Leute ganz laut dieses Statement gerufen, Jesus hat den Sieg. Und Leute haben mich hinterher noch angeschrieben und sie haben das immer wieder unten drunter geschrieben. Jesus hat den Sieg. Und das ist etwas, was ich festhalte. Das ist etwas, was zutiefst in meinem Herzen eingepflanzt ist. Jesus, du hast den Sieg. Und ich war selbst schon in vielen, vielen Situationen, die wirklich nicht gut aussahen. Wo ich unter Schmerzen war, Bedrängnis im Krankenhaus, Operationen, wie auch immer. Und manchmal konnte ich das einfach nur noch flüstern. Jesus, du hast den Sieg.
ich wollte das nicht einfach dem Feind überlassen, dass er mich überrumpelt, dass er mich zuhält mit dem, das hilft nichts, das geht nicht und guck doch mal und die Schmerzen und so. Ich habe das wirklich in manchen Situationen schmerzhaft eingeübt. Jesus, du hast den Sieg. Und dabei will ich bleiben. Heute machen wir das genau so. Wenn wir nachher für die Gebetsanliegen beten, das ist die Grundlage, von der aus wir überhaupt beten. Wir rufen seinen Sieg über diese ganzen wirklich außergewöhnlichen, ganz normale, kleine, große Anliegen. Wir rufen das aus. Jesus, du hast den Sieg. Weil, weißt du, was bei Menschen unmöglich ist? Bei Gott ist es immer noch möglich. Und wir wollen diese Sicht behalten. Auch wenn wir hier bedrängt sind, wir behalten diesen Blick nach oben. Wir sagen, Jesus, unsere Augen schauen auf dich. Du bist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Und du bist der Garant, dass ich am Ziel ankommen werde. So, und das Thema, was mir schon oft geholfen hat, wo ich in meinem Glaubensleben wirklich dazu gelernt habe, das ist das Thema verheißungsorientiert beten, verheißungsorientiert glauben, proklamiere das Wort Gottes, glaube den Verheißungen und sprich diese Verheißungen aus. Sprich diese Verheißungen des Wortes Gottes in dein Leben hinein. Weißt du, oft ist es so, dass wir so mit anderen Leuten reden, über die Probleme, über die Dinge, die uns so bewegen. Und dann fragen wir, oh, hast du einen guten Rat für mich? Was würdest du denn sagen? Was soll ich denn machen? Oder man weint und der andere sagt, oh, du, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist schon mal eine große Lüge. Glaub das nie. Das ist nicht so. Denn diese Wunden, die bleiben, wenn sie nicht aufgearbeitet sind mit dem Blut Jesu und mit dem Kreuz und überhaupt mit dem Reden des Herrn. So, und jemand hatte gesagt, Verheißungen, das sind die Zusagen Gottes, in denen für die Zukunft sein heilvolles Eingreifen angekündigt wird. Sein heilvolles Eingreifen ist angekündigt, wenn ich den Verheißungen Gottes glaube, wenn ich die Verheißungen Gottes kenne, wenn ich die Verheißungen Gottes sage, wenn ich sie spreche. Etwas, was wir im Herzen von ihm empfangen, im Glauben und Ausschau halten danach, dass es hervorkommt. Eine Verheißung ist eigentlich eine ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas Bedeutsamem. Wir würden heute nicht so umgangssprachlich Verheißungen sagen, sondern Verheißungen, das ist eher tatsächlich in diesem biblischen Verständnis verankert. Wir sprechen heute eher von einem Versprechen, einer Versicherung, einer Zusage, einem Gelübde sprechen oder eine Garantie. Wahrscheinlich ist euch das auch geläufig. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Verheißungen Gottes zu lesen, zu lernen und zu sprechen. Was sind denn die Verheißungen Gottes? Was ist das denn? Die Verheißungen Gottes findest du in seinem Wort. Das findest du in den Bibelversen, die dir schon tausendmal geläufig gewesen sind. Die findest du in deiner täglichen Bibellese. Wenn du morgens vielleicht die Losungen liest, das sind Verheißungsworte, die du haben kannst und nehmen kannst. Und man muss ein bisschen arbeiten und ein bisschen lernen. Schaut, wir müssen ein bisschen uns darum kümmern, dass wir diese Verheißungen Gottes in seinem Wort ergreifen und sie zu unserem eigenen machen. Wenn ich darüber spreche, dann fällt mir immer dieses kleine Beispiel ein, dass meine Großmutter und auch meine Mutter
Die haben noch Gemüse und Obst eingekocht, so in diesen Gläsern und das Gummi und die Klammer. Und dann kam das in einen großen Topf und dann wurde das erhitzt und so. Sie haben das gemacht in der Erntezeit, damit sie im Winter, wenn es eben keine Erntezeit gab, damit sie einfach von dem, was sie eingemacht hatten, nehmen konnten. Dann hat man das Gummi gezogen und der Deckel war auf und man konnte das essen. Genauso ist es mit den Verheißungsworten der Bibel. Du liest sie, du nimmst sie im Glauben in dein Leben auf, in dein Herz und sprichst sie aus, wenn du betest. Das löst dich davon, von diesem: Oh Herr, hilf doch, und du siehst doch, wie schlecht es mir geht, und das ist doch auch alles wirklich hier schwierig. Und verstehst du, wenn du so betest, dann betest du wirklich kraftlose Gebete. Du musst das Wort Gottes nehmen. Warum? Warum müssen wir das? Nun, das Wort Gottes hat Kraft in sich. Menschliche Worte sind ganz nett. Menschliche Worte sind Tröstungen. Menschliche Worte sind auch, ja, man fühlt sich einfach angenommen, aufgenommen, man fühlt sich so ein bisschen gestreichelt und das ist ja alles nicht schlecht. Aber Kraft, die Dinge zu verändern, ist nur in dem Wort Gottes. Gott hat gesagt, sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ich will mal gucken, ob ich diesen Bibelvers zusammenkriege. Wie der Regen fällt vom Himmel und der Schnee und nicht wieder dorthin zurückkehrt, sondern die Erde befeuchtet und dem Sämann Samen gibt und dem Hungernden Brot, genauso wird mein Wort sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, zu dem ich es ausgesandt habe. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes. Das ist das Geheimnis der Verheißungen. Fang an, dein Leben für deine Kinder, für deine Nachkommenschaft, für deine Umstände, für deinen Job, für den mangelnden Arbeitsplatz, für egal welches Thema dich bewegt. Fang an, das Wort der Kraft zu nehmen und es in dein Leben hineinzusprechen. Wenn du das tust, dann schließt du dich quasi an die Kraftstation Gottes an. Kraft kommt von ihm und von ihm allein. In uns selbst ist oft wenig Kraft. Oft brauchen wir in den Herausforderungen unsere eigene menschliche Kraft schon auf. Wir haben nicht so viel. Aber das Wort Gottes ist wie eine Kraftstation, die uns Energie gibt, die von Gott kommt und die uns hilft. Was mir auch sehr geholfen hat, das ist, dass ich Bibelworte, Verheißungsworte mir aufgeschrieben habe und habe sie auswendig gelernt. Weil ich wollte in den Zeiten, wo es mir gut ging, wollte ich etwas haben, was ich für die Zeit verwenden kann, wenn es vielleicht mal nicht möglich ist, eben mal schnell in der Bibel nachzuschlagen. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, unsere Bibel mitzunehmen und dann eben mal schnell zu lesen. Aber wenn du das Wort Gottes in dir trägst, dann wird es etwas sein, wo du jederzeit drauf zurückgreifen kannst. Damit ich manchmal Bibelverse schneller lerne, habe ich sie mir irgendwo hingestellt oder geklebt oder ich habe sie in meiner Hosentasche gehabt oder an meinem Schreibtisch oder wo auch immer eine Möglichkeit war, wo ich mich bewegt habe, da habe ich so kleine Kärtchen und Bibelverse hingestellt und habe damit die Texte auswendig gelernt. Und sie haben mir geholfen, sie waren mir Speise in einer Zeit, wo ich echt etwas brauchte von Gott. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass man dieser Lüge des Feindes kein Gehör schenken darf, dass er sagt, ach na ja, das ist ja ein Wort, was für Israel geschrieben war. Ach ja, das ist ja ein Wort aus dem Alten Testament. Und ja, das ist ja eigentlich nicht so für heute. Und es funktioniert für mich nicht.
Oder ja, mein Gebet funktioniert ja auch nicht und ach, da haben schon so viele Leute für mich gebetet. Weißt du was? Das sind Lügen des Feindes und du musst sie ablegen. Du musst sie aus deinem Kopf schaffen. Du musst dich davon abschneiden und distanzieren und sagen, Herr, ich glaube, dass jedes Wort, was in der Bibel steht, wahr ist, weil es durch deinen Heiligen Geist inspiriertes Wort ist. Es hat Kraft zum Leben und es hat Kraft, die Dinge zu verändern. Und ich glaube deinem Wort und ich lasse mich nicht beirren durch Unglauben oder durch Murren oder durch irgendwelche Dinge. Ich weiß, wie Frustration funktioniert. Frustration, Depression, depressive Gedanken, Gedanken, die dich runterziehen, funktionieren immer nach demselben Muster. Es ist ein erster kleiner Gedanke da. Und dieser Gedanke, der verwandelt sich wie in einen Kreislauf, wie etwas, was sich ständig und ständig und ständig wiederholt. Und es ist etwas, was dich wirklich in Unruhe versetzen soll. Der große Plan dahinter ist, dich von Gott und der Beziehung zu ihm zu trennen. Und das ist etwas, was du nicht dulden solltest. Das ist etwas, was du nicht tolerieren solltest in deinem Leben. Glaube keinen Lügen des Feindes. Bleib dran, fahr fort mit Beten. Fahr fort damit, dass du sagst, Herr, ich glaube deinem Wort. Fahr fort damit, dass du sagst, Herr, du bist Gott. Du bist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich glaube deinem Sohn Jesus Christus. Und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er jetzt zu mir spricht, zu mir ganz, ganz persönlich spricht. Im Psalm 56, Vers 10 liest du, dann werden alle deine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe. Verpasse es nicht, Gott zu bitten. Verpasse es nicht, ihn anzurufen. Und ich weiß, manchmal sagen Leute, ja, ich habe ja gestern schon dafür gebetet und es hat nicht wirklich gefunzt. Und ich habe vorgestern auch schon und alle diese Dinge. Und da möchte ich ganz, ganz kurz mit euch noch eine Sache betrachten aus Lukas 18. Und da habe ich die Überschrift gewählt, lass Gott keine Ruhe. Und zwar kennt ihr alle diese Begebenheit oder dieses Gleichnis, weil Jesus es erzählt hat. Und dieses Gleichnis behandelt diese bittende Witwe oder diese hartnäckige Witwe, je nachdem, wie man das sehen will. Und ich lese euch den Text jetzt mal kurz in der Hoffnung für alle. Dann ihr kennt das schon, aber verstehst du, das Wort Gottes zu lesen und zu hören, schafft in uns Glauben. Du musst dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und du kannst dir manchmal eine andere Übersetzung holen. Manchmal etwas, was wirklich dir nochmal einen anderen Sprachgebrauch zeigt und was anders in deine Ohren fällt, als wenn du schon immer Luther gelesen hast, schon immer die Elberfelder, dann ist es einfach gut, mal eine andere Übersetzung zu hören. Und ich lese euch die aus der Hoffnung für alle und schau da mal, hör mal genau hin. Es geht um dieses Dranbleiben, nicht aufgeben, immer noch sein. Ich bin morgen wieder da. Und wenn es nicht ist, ich bin übermorgen nochmal da. Ich bin immer noch am Beten und ich komme morgen wieder. Und zwar, in einer Stadt lebte ein Richter, der weder Gott noch Menschen fürchtete. Ach so, da möchte ich nochmal zu sagen. Manche Leute sagen ja, dieser Richter, das ist ein Bild für Gott, das ist falsch. Das stimmt nicht. Denn hier heißt es ja, der weder Gott noch Menschen fürchtete. Tag für Tag bestürmte ihn eine Witwe mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich verlor er die Geduld. Mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau macht mich noch verrückt, sagte er sich.
Wenn sie nicht ihr Recht bekommt, wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus fügte hinzu, begreift ihr, was ich euch damit sagen will? Meint ihr, Gott wird seine Kinder übersehen und ihnen ihr Recht versagen, wenn sie ihnen Tag und Nacht keine Ruhe gönnen? Ich versichere euch, er wird ihnen schnellstens helfen. So, dieses Gleichnis ist so einfach geschrieben. Es ist wie so ein Bild, wie etwas, was wir Kindern erzählen können, damit ein Verständnis für die Dinge Gottes hervorkommt. Lass dem Herrn keine Ruhe. Dock dich immer wieder an sein Wort an. Geh immer wieder zu ihm ins Heiligtum. Geh immer wieder und sage, Herr, ich brauche jetzt deine Hilfe und ich nehme dieses Wort, was du gesagt hast, und ich sage es jetzt im Glauben in meine Situation hinein. Weißt du, ich hatte mit unseren Kindern oft auch Situationen, die sehr, sehr herausfordernd waren und sehr schwierig. Und oft habe ich mich gesehen, wie ich im Sturmschritt losgelaufen bin, und ich hatte so ein Bild, so eine Vision von zwei großen Türen, und davor standen zwei Engel, die diese Tür bewacht haben. Und immer wenn ich angelaufen kam, mit einem quasi Huckepack voll mit Problemen, dann haben sie mich schon von Weitem gesehen und sie haben so ein Grinsen im Gesicht gehabt und haben die Türen aufgerissen, sodass ich direkt in diesen großen Saal hineinrennen konnte und mich zu den Füßen Jesu niedergelassen habe und ihm einfach mein Herz ausgeschüttet habe. Und das ist etwas, was wir alle tun können. In diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, heißt es, die Witwe kam immer wieder. Sie kam immer wieder so lange, bis ihr Recht hervorgebracht war. Eine gute Sache möchte ich in Bezug auf Proklamationen, auf Verheißungen beten, verheißungsorientiert glauben, verheißungsorientiert sprechen, möchte ich euch noch sagen. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und zwar kannst du Bibeltexte nehmen und sie in diese Ich-Form, ich will mal sagen, umschreiben. Das ist nicht mein Anliegen, das Wort Gottes zu verändern. Ich will nicht hier das Wort Gottes umdeuteln oder wie auch immer, sondern mir hat es geholfen, dass ich Wort Gottes, Verheißungen Gottes ganz persönlich griffbereit für mich machen konnte, so dass ich es nehmen konnte und mich losgelöst habe von diesem euch oder irgendwelche solche Dinge, sondern ich konnte sagen, ich. Ich sage euch mal ein paar Beispiele. Psalm 118, Vers 17, das hat mir in diesen letzten Monaten auch sehr, sehr geholfen. Da steht, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und die Werke des Herrn verkünden. Ich werde ein Zeugnis haben. Ich werde ein Zeugnis haben, weil Gott ein Zeugnis aufrichtet aus der Situation, in der ich stehe. Im Psalm 56, Vers 12 heißt es, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Gerade für die Leute, die uns angeschrieben haben unter Angst, unter Panikattacken, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen, die so sehr darunter leiden unter dieser Corona-Situation. Du kannst das zu deinem persönlichen Wort machen, zu einem Statement, zu einem, hier stehe ich und ich sage das, was Gott sagt. Und hier steht, auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Und wenn du es dir in die Hosentasche steckst, aufgeschrieben, und wenn du es dir an deinen Spiegel klemmst, lerne das. Ich werde mich nicht fürchten, weil ich auf Gott vertraue. Psalm 55, 23. Ich werfe auf den Herrn meine Last. Er wird mich erhalten und er wird nimmermehr zulassen, dass ich als der Gerechte wanke.
Psalm 57. Denn bei dir birgt sich meine Seele und im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. Römer 8 kennt ihr alle. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich liebt. Das ist Römer 8, Vers 37. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich bin mehr. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Weder Hohes, noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukunft. Es ist egal was. Ich bin mehr als ein Überwinder. Und in Römer 12 heißt es, ich bin nicht gleichförmig dieser Welt, sondern ich werde verwandelt durch die Erneuerung meines Sinnes, dass ich prüfen kann, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. So, fang an selber zu lesen. Und wenn du in deinem Bibellesen bist, du hast gemerkt, die Psalmen, die helfen da sehr, sehr, weil der Psalmschreiber hat sie oft schon aus seiner eigenen Bedrängnis so geschrieben. Die kann man fast eins zu eins so in das Gebetsleben, in das Glaubensleben einbauen. Und fang an, das so zu üben. Fang an, das einzuüben in dein Glaubens- und Gebetsleben. Und du wirst merken, es bringt dich weiter. Du wirst merken, es baut dich auf. Du wirst merken, es gibt dir Kraft, weil die Kraft kommt nicht aus dem menschlich Machbaren, sondern sie kommt aus dem Wort Gottes. So, und in der Weise wollen wir jetzt auch für die Gebetsanliegen beten. Und wir wollen den Sieg Jesu darüber proklamieren. Wir wollen jetzt gleich anfangen. Der Martin kommt. So, wir lassen das auch aufrecht, dass du auch in der nächsten Woche oder wann auch immer uns dein Gebetsanliegen schicken kannst. Du weißt jetzt, sie kommen in dieses Körbchen. Die Arche. In die Arche, in das Schilfkörbchen. Theba. Das ist etwas, was der Herr beschützt, wo er weitergeht mit uns, mit dir, wo in dein Leben ein Sieg Gottes hineinkommt. Das ist richtig schwer. Mhm. Ich möchte euch einladen, einfach mit uns zusammen jetzt zu beten, die Zeit zu nutzen. Wir wollen für diese Anliegen beten. Ja. Vielleicht sind deine sogar dabei. Wenn nicht, dann mach dich eins mit uns, weil hier Geschwister sind, die wirklich etwas brauchen vom Herrn. Wir haben das gelesen, es waren so himmelschreiende Nöte teilweise dabei, so entsetzliche Situationen, also wirklich. Ja. Lebensbedrohlich oder verrüttete Familien, also entsetzlich, was du dir nur an Elend vorstellen kannst. Ja. Und das sind nicht irgendwelche Leute. Das sind Menschen, die Kinder Gottes sind. Das sind Menschen, die zum Volk Gottes gehören. Ja. Und es muss einen Unterschied geben. Yes. Es muss einen Unterschied geben im Namen Jesus Christus. Yes. Okay. Yes. Mach dich eins mit uns. Im Namen Jesus Christus beten wir jetzt hier für diese Anliegen. Herr, du kennst jeden Namen. Du kennst jede einzelne Situation. Du kennst jede Not, jede Krankheit, jeden Mangel, alles. Absolut alles. Dir ist nichts verborgen. Yes. Du kennst dieses Anliegen von jedem Einzelnen, der hier geschrieben ist. Yes. Oder wo andere in Fürbitte für jemanden beten lassen. Herr, wir sprechen aus. Es muss einen Unterschied geben im Leben von all diesen Menschen, von all diesen Familien, von all diesen Arbeitssituationen. Es muss einen Unterschied geben. Und wir rufen in der Autorität des Namens Yeshua Mashiach aus, dass dieser Unterschied sichtbar wird und sich manifestiert. Wir sprechen aus im Namen Jesus Christus. Kommando. Die Engel sind freigesetzt und sind aktiv, wirklich das zu zerstören, was hier all diese Geschwister, diese Menschen zerstören will. Jede Macht von Krankheit sei zerstört, jeder Mangel sei zerstört, jedes Ding, wo Arbeitsplätze vernichtet werden, sei zerstört. Jede Situation, wo einfach Not entsteht, sei zerstört. Wir sprechen Zerstörung aus in die Pläne des Feindes. Alles, was hier Zerstörung auslösen will, sei zerstört. Yes. Wir sprechen einen kompletten Segen aus, eine komplette Versorgung aus. Shalom, Frieden, Gnade. Und das, was der Feind geplant hat, komme auf ihn selbst.
Wir widerstehen dem, dass die Absichten des Feindes gelingen. Wir widerstehen dem, dass die Pläne des Feindes gelingen. Wir widerstehen dem, dass Menschen hier leiden müssen. Wir widerstehen Armut. Wir widerstehen Sucht. Wir widerstehen dem Problem von irgendwelcher Selbstmordgedanken. Wir widerstehen dem Problem von Schulden. Ja, von dieser Schuldenfalle. Wir widerstehen dem Problem von Hartz IV. Wir widerstehen dem Problem von Arbeitslosigkeit. Auch Not, die durch jetzt Kurzarbeit entsteht. Ja. Wir widerstehen dem, wo Menschen in Notsituationen kommen, durch Krankheit, durch irgendwelche Gebrechen, durch irgendwelche Schwierigkeiten. Jetzt durch diese Vereinsamung in den Altenheimen, in den Krankenhäusern, die Leute, die da sind. Ja, wo teilweise nicht mal mehr die Angehörigen dazukommen können. All diese Notsituationen. Wir sprechen ein Eingreifen Gottes aus. Ja, dass die Dinge sich verändern, dass es zur Veränderung kommt, dass es Heilung kommt, dass es eine Bewegung Gottes im Leben dieser Menschen kommt. Ja, wir sprechen aus, Neues kommt. Aber nicht nur im körperlichen Bereich die Krankheiten, ja, sondern auch im psychischen Bereich. Yes, amen. Alles, was mit Angst zu tun hat, alles, was mit irgendwelchen psychischen Problemen zu tun hat. Wir sprechen aus, dass auch dort ein Eingreifen Gottes, eine Veränderung kommt. Wir widerstehen dem. Wir widerstehen dieser Bedrängnis, wir widerstehen Depressionen, wir widerstehen dem, was da in dem Bereich einfach wie ein Klammergriff die Herzen der Geschwister einfach packen will, ja, und sie in eine Dunkelheit, in einen Abgrund ziehen will. Wir sagen Nein dazu, Nein dazu, Nein dazu. Wir proklamieren eine komplette Veränderung im Leben all dieser kostbaren Menschen hier. Yes. Attacke des Feindes, die er hier auf die Geschwister losgetreten hat, vielleicht schon vor langem, vielleicht vor kurzem, vielleicht jetzt gerade. Wir sprechen aus, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, wird es gelingen, dich zu zerstören. Wir sprechen aus, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Du wirst überwinden. Du wirst herauskommen. Du wirst in Stärke herauskommen, weil Gott an deiner Seite ist. Wir sprechen aus, Herr, du öffnest Türen für die Leute, die eine offene Tür jetzt brauchen. Du öffnest wirklich Finanzen, die jetzt unter Bedrängnis gekommen sind. Herr, ich möchte ganz besonders darum bitten, dass du Kinder in den Familien wieder nach Hause bringst. Und mit nach Hause meine ich, dass sie von falschen Wegen, von verdorbenen Wegen wieder zurückkommen. Dass sie dieses christliche Haus, dieses gläubige Haus, dieses Leben und Aufgewachsensein im Glauben, dass sie das wieder in Erinnerung gerufen bekommen und dass sie sich in deine Wege einordnen. Herr, ich bete für eine Gottesfurcht bei den Teenies, bei den jungen Erwachsenen, dass sie eine übernatürliche Berührung, eine übernatürliche Begegnung haben mit dir, Herr, dass du sie überführst von ihren falschen Wegen. Und Herr, ich bete um Kraft für die Eltern, die nach den Kindern Ausschau halten. Ich bete, dass diese Kinder, die verloren gegangen scheinen, dass du sie zurückbringst. Du hast den verlorenen Sohn von den Schweinen zurückgeholt in das Elternhaus. Du hast ihm wieder Gnade geschenkt. Du hast ihn erhoben. Und genau das proklamieren wir jetzt hier von diesem Gebetssegen her, dass du die Kinder der Eltern zurückbringst, dass sie von ihren bösen Wegen umkehren und dass sie dich in einer ganz neuen Art und Weise kennenlernen, Herr. Ja. Dass sie gezogen werden zu dir. Und Herr, ich proklamiere, dass die Generation unserer Kinder und unserer Nachkommenschaft, dass sie bestimmte, gute, besondere Leute sind, die berufen sind, in der Ernte zu arbeiten. Wir werden nicht aufhören zu bitten, jeden Tag, bis du diese Kinder wieder zurückgebracht hast, dass sie in der Ernte gefunden werden und dass sie zu starken Mitarbeitern in deinem Reich werden. Ja, wir segnen die Familien und sprechen aus starke, gesunde Familien. Amen. Und da, wo der Feind versucht hineinzukommen, gerade im Bereich Scheidung, wir sprechen aus, dass dieses Ding zurückgewiesen ist.
zurück, back to sender, wo irgendwelche Flüche sind, wo irgendwelche Verwünschung ist, wo irgendwelche Hexerei ist, wo irgendwelcher Isabelgeist oder sonst was ist, was sich da manifestiert. Wir sagen, zurück, zurück, Finger weg vom Volk Gottes, Feuer drauf. Ja, wir fordern, dass das Volk Gottes in Position kommt und dass es gestärkt ist und dass es gesunde Familien sind, dass die Ehen erhalten bleiben, dass da Heilungsprozesse reinkommen, wo es notwendig ist, dass da einfach das gesundet, wo auch immer der Feind versucht, dazwischen zu kommen. Er ist der Diabolos, der Dazwischenwerfer. Und wir sagen, wir lassen es nicht zu. Wir sprechen aus, dass die Hand des Herrn hineinkommt und Heilung bringt. Und gerade da, wo Familien mit den Kindern, wo solche Trennungen reinkommen, wo die Kinder auf Abwege kommen. Ein Anliegen war, wo ein 13-jähriges Mädchen anfängt, sich zu ritzen und auf einmal nicht mehr weiter ist, nur durch die Isolation. Wir sprechen aus, dass da dieses Kind zurückgerissen wird, rausgerissen aus diesem Maul von dem Verschlinger ins Leben zurückkommt, im Namen Jesus Christus. Ja, ich denke an eine Situation, wo zwei Leute, die ich gut kenne, bei uns waren, bei mir waren. Sie haben geweint, weil die Tochter in ihrer Ehe, will aus der Ehe raus. Sie haben drei Jungs, einfach so, der Älteste ist 11, wo auf einmal eine Situation auftaucht, wo die Eltern überhaupt nicht mehr wissen, was ist da los. Wir sprechen aus, dass diese zerstörerischen Kräfte, diese diabolischen Kräfte gebunden. Zurückgewiesen sind, gebunden sind. Und dass diese Familie, diese Ehe einfach gesundet, geheilt wird. Und dass die Absichten des Feindes nicht durchkommen, im Namen Jesus Christus. Wir widerstehen jeder Sucht. Gerade Magersucht, Bulimie, diesem Ritzen und diesen ganzen Ding, all diesen Sachen. Wir widerstehen und wir sagen, da kommt Heil hinein, der Segen Gottes hinein, der Frieden Gottes hinein. Ja, alles da, wo Kinder auf Abwege kommen, durch falsche Freunde, durch irgendwas. Wir sprechen aus, dass sie zurückkommen ins Haus des Herrn und dass sie wirklich ins Leben hineinkommen, was der Herr für sie vorgesehen hat. Amen. Amen. Ja, dann möchte ich sprechen für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, selber in Sucht sind, wie Alkohol, wie Drogen. Im Namen Jesus Christus, wir widerstehen diesen dämonischen Kräften und sagen, weiche, Feuer drauf, weiche. Wir erklären, dass es gebunden ist in der Autorität des Namens Jesus Christus und sich nicht mehr weiterentwickeln kann, sondern dass Freiheit hineinkommt in das Volk Gottes. Wir sprechen für die Leute, die jetzt aus einer Krebserkrankung gekommen sind, Herr, dass sie in ihrem inneren Menschen gestärkt sind, dass sie in ihrem inneren Menschen aufgebaut sind. Die jetzt uns geschrieben haben, dass sie von Krebs eine Diagnose bekommen haben, Herr, wir sprechen diese innere Stärke in euch hinein. Dass ihr auf den Herrn schaut. Es sind alle Dinge möglich bei ihm. Und wir beten für die Leute, die jetzt im Krankenhaus sind, die jetzt wirklich unter Schmerzen leiden, die Unfälle hatten. Wir beten besonders von hier aus mit euch allen für den Christoph Häselbart, der mehrere Operationen jetzt hatte nach seinem Fahrradunfall. Herr, wir sprechen aus, dass deine Heilungskraft ihn durchflutet. Er ist jemand, der für Heilung in diesem Land gestanden hat und steht. Und er hat die Fackel wirklich hochgehalten, dass Zeichen und Wunder im Bereich Heilung kommen. Und Herr, wir wollen uns zusammenschließen und dich bestürmen, dass du deine Hand jetzt auf ihn legst, auf seinen Körper, der jetzt schwach ist. Wir wollen beten, dass du den Ärzten Weisheit schenkst, dass du ihnen Erkenntnis schenkst, dass wirklich nur die Dinge getan werden, die getan werden müssen und dass er zum Leben zurückfindet. Herr, wir proklamieren für alle, die jetzt mit Schmerzen, mit körperlichen Attacken, die jetzt darin attackiert sind, dass sie ein starkes Zeugnis haben werden über die Kraft deines Blutes, die Kraft, die du ihnen zukommen lässt. Und du hast gesagt, Heilung ist unter deinen Flügeln. Herr, ich bete für diese Geborgenheit. Ich bete, dass sie, dass alle, die jetzt unter Schmerzen und Bedrängnis leiden, dass sie geborgen sind in dir, dass du sie versteckst wie in einer Felsspalte und dass du deine Hand auf sie legst und dass sie wieder hochkommen und ein starkes Zeugnis über deine Kraft haben. Ja. Und ich bete auch für die Menschen, die einfach mehr von dir wollen, die eine Sehnsucht haben nach mehr von Gott, die die Realität des Glaubens wirklich
viel mehr erleben wollen, ja, die Gegenwart des Heiligen Geistes in ihrem Leben erleben wollen, die einfach Bilder, Visionen, Träume haben wollen, die Stimme Gottes hören wollen, all die Geschwister, die sich danach ausstrecken, im Namen Jesus Christus, ich spreche aus, dass der Wille deines Herzens, der Schrei deines Herzens wirklich erhört wird vom Himmel her und dass genau das passiert, dass du hörst, was der Herr sagt, dass du siehst, was er dir zeigt, dass du hineinkommst in das, was er für dich hat, dass du in deine Bestimmung kommst, in deine Berufung kommst, dass das nicht mehr blockiert ist, dass das nicht mehr zurückgehalten ist. Ich spreche auch Mut aus, das Evangelium weiterzugeben. Mut aus, den Mund aufzumachen. Mut aus, zu sprechen, da wo so viele einfach blockiert sind. Ja, ich spreche aus, du kommst hinein in das, was der Herr für dich hat. Ich widerstehe dem und ich sage, dass das blockiert ist und ich sage, du kommst hinein in das, was der Herr für dich hat. Deine Bestimmung, deine Berufung, deine Aufgabe. Der Herr braucht dich und ich erkläre, du kommst da hinein und es ist vollkommen wurscht, wie alt du bist oder wie jung du bist. Du kommst hinein und ich segne jeden Einzelnen, der mehr von Gott haben will, für sich persönlich, für seine Familie, für seinen Arbeitsplatz, für sein Leben. Und ich sage, streck dich weiter aus. Du wirst diese Berührung des Allerhöchsten erfahren. Yes. Der Heilige Geist ist dabei, sich in dein Leben auszugießen, wie du es noch nie erlebt hast. Yes. Herr, wir sprechen aus, dass jeder, der in Schwäche jetzt ist, durch Herzgeschichten, Kreislaufgeschichten, überhaupt körperliche, mentale oder psychische Schwäche, dass du gerade jetzt diesen Menschen dienst und dass sie aufbewahrt werden, bis dein Werk vollendet ist in ihrem Leben. Herr, ich dock mich an diese Zusage, die du gegeben hast. Wir bewahren diese Gebetsanliegen auf, bis dein Werk vollendet ist, Herr. Und wir sprechen aus, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Und alle Dinge sind möglich bei Gott. So, und jetzt beten wir noch für euch direkt. Jeden, der jetzt einfach dabei ist, jeden, der im Livestream ist, jeden, der diese Sendung sieht, jeden, der irgendwann das mal einschaltet. Ja, wir wollen für euch beten. Du musst einfach wissen, dass du jetzt dein Herz aufmachst und sagst, jawohl, ich will empfangen. Jetzt gibt es etwas vom Herrn und ich empfange es, ich nehme es, ich akzeptiere das für mich. Genau. Okay, jetzt bist du gefordert, das wirklich zu nehmen. Yes. Amen? Yes. Okay. Herr, wir segnen jeden Einzelnen, der das jetzt hier sieht. Wir segnen jeden Einzelnen und wir sprechen aus, dass er eine mächtige Berührung des Herrn der Herren und des König der Könige in seinem Leben erlebt. Wir sprechen aus, dass die Mächte von Krankheit zurückgewiesen sind. Jetzt! Wir sprechen aus, dass sie berührt sind durch die Kraft des Höchsten. Jetzt! Wir sprechen aus, dass etwas Neues in ihrem Leben freigesetzt ist. Jetzt! Wir sprechen aus, dass die Mächte des Feindes, die versuchen, sie zu blockieren, zurückzuhalten, zu lähmen, zu schwächen oder was auch immer, dass die gebrochen sind. Jetzt! Ja, wir erklären sie für gebunden. Wir erklären sie für gebunden. Im Namen Jesus Christus. Du sagst, wir sollen den Feind binden und wir erklären, er ist gebunden, sodass er nicht mehr aktiv sein kann. Die Geschwister sind frei von diesen Machenschaften des Feindes. Was sie heute noch blockiert hat, ist morgen weg. Was heute noch schwierig war, ist morgen leicht. Was heute unmöglich ist, morgen ist es möglich. Das sprechen wir aus über jeden Einzelnen, der hier zuschaut. Nimm es für dich in Anspruch. Sag, Gott hat mehr für mich und ich empfange es jetzt. Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. In Jesu Namen. Ja. Amen. 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 Okay. Amen. Wir werden hinterher beim Abendmahl nochmal zu den Gebetsanliegen kommen. Aber vorher möchte ich einige Dinge mit dir bedenken. Wenn es ums Abendmahl geht. Weißt du, das Abendmahl ist eine Sache, die ist so oft in allen Gemeinden und in allen Kirchen und überall gefeiert, dass man so ein Ritual überall hat. Und jeder hat so seine Zeremonie, wie das durchgeführt wird. Und wir haben uns schon vor vielen Jahren davon gelöst. Und bei uns ist es so, jedes Abendmahl, was wir machen, und wir halten es sehr häufig, ist anders. Es ist häufig ein ganz anderer Aspekt. Und wir haben den Eindruck gehabt, es ist eine Facettenreichtum da, das ist unbeschreiblich. Es ist unfassbar. Ja, wie tief die Weisheit Gottes darin eingewurzelt ist. Und einen Aspekt, nur einen, möchte ich mit dir heute hier bedenken. Es gibt ein Lied, was gerade in der englischsprachigen Welt
so rumgeht und sehr beliebt ist. Das heißt, you provide the fire and I provide the sacrifice. Das heißt, du besorgst, sage ich mal, ich besorge das Opfer, ich besorge das Opfer und du besorgst das Feuer. Also ich stelle das Opfer zur Verfügung und du stellst das Feuer zur Verfügung. Und das finde ich sehr interessant, ja, weil das Opfer, das ist wir, das stellen wir zur Verfügung für den Herrn und er muss das Feuer zur Verfügung geben. Wir werden darüber nachdenken. So, ich möchte beginnen mit der Person von Isaak. Isaak ist klasse. Isaak ist eine hoch prophetische, sehr interessante Person. Isaak steht prophetisch, also als Typus, für Jesus. Wie komme ich darauf? Es ist der Sohn der Verheißung. Schau, Abraham hat die Verheißung bekommen, dass es einen Sohn geben wird, dass er diesen Sohn der Verheißung haben wird. Und dann irgendwann, nach all den Jahren, kam es tatsächlich dazu, dass Isaak geboren worden ist. Es war der Sohn der Verheißung. Gott selbst ist gekommen, in das Zelt von Abraham, hat gesagt, du wirst diesen Sohn haben, nicht wahr? Erinnerst dich sicherlich daran. Das war da, wo Sarah hinter der Zeltwand gelacht hat. Und genauso ist es gekommen, wie Gott gesagt hat. Isaak ist der Sohn der Verheißung. Ja? Es ist interessant, dass es da ja noch den anderen Sohn gab, den Ismael, ja? Den Abraham wegschicken musste. Ne? Eine sehr spezielle Story, aber die kann man dann sehr gut verstehen, wenn man den prophetischen Zusammenhang, den Sinn in dem Ganzen sieht. Abraham steht in diesem Bild prophetisch für den Vater, für Gott. Isaak, der Sohn der Verheißung, steht für Jesus. Rebekka ist die Braut, die von weit hergeholt werden muss. Ja? Und Eleasa, der Diener, der steht für den Heiligen Geist, der die Braut holt und vorbereitet und sie informiert, wie sie sich ihrem Bräutigam gegenüber zeigen soll. So, das ist ein hochinteressantes prophetisches Bild, in das man sehr tief einsteigen kann, was ich heute gar nicht machen möchte. Bei mir geht es nur um einen Punkt, nämlich diese Vater-Sohn-Beziehung, Abraham-Isaak. Ja? Es gab ja diesen ersten Sohn, aber dennoch gibt es Isaak als den Sohn der Verheißung. Ja? Und wenn wir uns das anschauen, gibt es da eine ganz, ganz, ganz dramatische Situation, nämlich wo Gott Abraham auffordert, Isaak zu opfern. Die Geschichte dürftest du kennen und weißt du was, das ist eine der absonderlichsten, unerklärlichsten Geschichten in der gesamten Bibel. Ich lese euch das mal vor. Und es geschah nach diesen Dingen, also wenn du mitlesen willst, das ist in 1. Mose 22. 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn, Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Interessant, der Sohn trägt das Holz, der Vater hat das Feuer. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, sieh das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort einen Altar
und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel Jahwes vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder, hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Jahwe wird er sehen. Von dem er noch heute sagt: Auf dem Berg Jahwes wird er sehen. So, das ist diese wirklich bemerkenswerte, dramatische Geschichte. Du musst dir das mal vorstellen. Ja, Abraham hatte die Verheißung von Gott bekommen, dass er diesen Sohn bekommt. Dann hat er erstmal so mit eigenen Mitteln es versucht, ja, hat er die Magd genommen, und dann gab es diesen Ismael. Der hat Ismael gemocht, das war sein Sohn. Er hat über Jahre vielleicht gedacht, das ist die Erfüllung der Verheißung. Und irgendwann kommt Gott und sagt: jetzt ist es soweit, jetzt schenke ich dir den Sohn. Und diese Story mit dem Ismael und dem Isaak, das ist schon sehr speziell, wenn du das in der Bibel liest. Letztlich kam es dann so, dass Abraham diesen Ismael und seine Mutter wegschicken musste. Dramatisch, fürchterlich, entsetzlich, aber prophetisch zu verstehen. Und jetzt hatte er noch Isaak. Das war der Sohn der Verheißung. Und auf einmal kommt Gott und sagt: Das ist jetzt dein einziger Sohn, und den sollst du jetzt als Brandopfer opfern. Nun, Abraham wusste, was ein Brandopfer ist. Brandopfer, das war geläufig. Isaak sagt: Ja, wo ist das Schaf für das Brandopfer? Das war nicht unbekannt. Aber ein Menschenopfer war total abartig, fürchterlich, entsetzlich. Wie konnte Gott verlangen, von einem Vater seinen Sohn zu opfern? Wie entsetzlich ist das denn? Ja? Das Ganze kannst du nur verstehen, wenn du es als prophetisches Bild siehst für etwas Größeres, was später passiert ist. Die zwei also allein auf diesem Weg zu diesem Berg. Isaak trägt das Holz, der Vater hat das Messer und das Feuer. Ne? Man sagt ja, es war der Berg Moria. Manche sagen, es war das Tempel, wo dann später der Tempel stand in Jerusalem, also Tempelplateau heute, ja, weiß man nicht, oder ein Berg irgendwo in der direkten, unmittelbaren Nähe. Aber auf jeden Fall, irgendwann kommen sie dahin und sie bauen diesen Altar, und wir wissen nicht, wie alt Isaak war. Ich meine, er war wahrscheinlich schnell genug und stark genug und hätte fliehen können, aber irgendwie hat er das mit sich machen lassen. Er hat akzeptiert, dass sein Vater ihn da bindet und auf das Holz legt. Ja? Wir lesen nicht, dass er sich gewehrt hatte oder flüchten wollte oder irgendwie was in der Richtung. Die ganze Situation spitzt sich zu, bis dazu, dass er das Messer nimmt und tatsächlich, ich glaube, war völlig geschockt, er hat geheult, das war die entsetzlichste Situation seines Lebens, tatsächlich in diesem Gehorsam Gott gegenüber bereit war, seinen Sohn da zu schlachten. Und es gibt viele, viele Leute, auch liberale Theologen, die machen dann eine Geschichte draus und sprechen von der Blutrünstigkeit und so weiter, vom alten Bund und so weiter, weil die nicht verstehen, was hier das prophetische Bild ist, was Gott uns vermitteln will. Ja? Die ganze Situation ist ja so absurd. Und es gibt ein riesiges Warum? Warum? Warum das alles? Warum das alles? Was soll das? Ja? Was soll das? Und Abraham sagt, als Isaak ihn fragt: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Das war prophetisch. Das war eine prophetische Aussage. Dann entdecken sie diesen Widder, nachdem der Engel des Herrn vom Himmel gesprochen hatte. Und da ist das Opfer, was dann tatsächlich geopfert worden ist. Und das Interessante ist ja, dass der Widder, und das ist eine der allerersten Erwähnungen in der Bibel, sich mit seinem Horn verfangen hat. Und der Widder wird
dann anstelle des Jungen eben geschlachtet, stellvertretend. Und deshalb ist das Schofar, ja, das Widderhorn, mit dem der ja in dem Gestrüpp gefangen war, immer ein Bild für das stellvertretende Opfer. Das Schofar hat immer etwas mit dem stellvertretenden Opfer zu tun. Ne? Ist etwas, was eine ganz interessante prophetische Bedeutung hat. Auf jeden Fall in dieser Situation finden wir eins. Die völlige Hingabe, den völligen Gehorsam, die völlige Treue von Abraham. Über sein eigenes Denken hinaus, über sein eigenes Verstehen hinaus, ja, über sein eigenes Ermessen hinaus. Aber Gott ist gnädig und er schenkt, dass dieser Widder auftaucht und das Tier stirbt für den Menschen. Das Tier stirbt anstelle des Menschen. Das ist das Prinzip des Opfers im Alten Testament. Das Prinzip ist immer, ja, ein stellvertretendes Opfer. Das Tier stirbt anstelle des Menschen, der eigentlich gesündigt hat. Eigentlich ist der Mensch derjenige, der aufgrund seines Vergehens, seines Versagens, seiner Schuld hätte sterben müssen, gemäß auch dem Gesetz. Aber durch die Gnade des Herrn gibt es eben die Möglichkeit, das Tier stellvertretend zu opfern. Ja? Das Alte Testament ist proppevoll von dem Thema Opfer. Ganz unterschiedlich, ganz vielschichtig. Und ich habe hier, ich habe das hier dir mal mitgebracht, hier diese Tafel, die gehört bei uns zu der Buchserie von den sieben Festen, hier, da wo das Ding drauf ist, ja, die Buchserie von den sieben Festen über die Bibel, die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Und hier ist eben eine Tafel drauf, wo es um das Opfer geht, das angeordnete Opfer, also die Standardopfer im Alten Testament. Ja? So, du hattest also ein Morgenopfer täglich, wo ein Lamm geopfert worden ist. Du hattest ein Abendopfer täglich, wo ein Lamm geopfert worden ist. Am Schabbat gab es zwei Lämmer, ja? Also einmal in der Woche. Wenn Neumond war, alle 28 Tage, wurden zwei junge Stiere, ein Widder und sieben Lämmer geschlachtet. Und zusätzlich als Sündopfer ein Ziegenbock und so weiter und so weiter. Und bei den Festtagen bestimmte Opfer etc. Es ist sehr komplex und man fragt sich, warum eigentlich? Warum berichtet die Bibel so detailliert darüber? Ja, es gibt also Brandopfer, Sündopfer, Dankopfer, dann gibt es beispielsweise das Passeropfer, es gibt Erstlingsgaben, es gibt den Erstlingskorb, es gibt die beiden Erstlingsbrote und dann gibt es natürlich noch Speisopfer und Trankopfer und Schwingopfer. Es ist wirklich komplex. Und dies ist deshalb, weil das Thema Opfer extrem wichtig ist. Denn durch das Opfer und nur durch das Opfer wird die Sünde vergeben. Das Opfer ist absolut notwendig, damit die Sünde getilgt werden kann. Ohne Opfer keine Sündenvergebung. Es muss dieses Opfer geben. Ja, gut. Und meistens, natürlich gab es diese Speis- und Trankopfer, aber meistens, vor allen Dingen, wenn es um Sünde ging, eigentlich immer, musste Blut fließen. Es musste Blut fließen. Es musste ein Blutopfer sein. Blut musste vergossen werden. Ja? Nun, gemäß dem Verständnis des Alten Testaments ist im Blut das Leben. Im Blut ist das Leben. Ja? So heißt es beispielsweise in 5. Mose 12, Vers 23. Das Blut ist die Seele. Oder in 3. Mose 17, Vers 11. Die Seele des Fleisches ist im Blut. Ne? Also das Blut ist von größter Bedeutung, weil das Leben wird in diesem Blut gesehen. Eine Verwandte von uns hatte mal folgende Situation. Die war während einer Geburt und es kam zu Komplikationen und es kam zu inneren Blutungen und die wurden wohl nicht bemerkt. Und sie war im Grunde genommen am Verbluten, bis die Ärzte das dann realisiert haben und entsprechende Maßnahmen ergreifen konnten. Und sie hat das so geschildert. Ich habe gefühlt, wie das Leben wie aus mir herausfließt. Es war nicht in dem Sinne schmerzhaft oder auch noch nicht mal bedrängt, aber sie hat gesagt, es war, als ob das Leben aus mir herausfließt. Und exakt das ist das, wie die Bibel es beschreibt. Im Blut ist das Leben. Ja? So, und dieses Blut musste am Altar ausgegossen werden. Oder an diese Hörner von diesem Altar
dran gestrichen werden. Ja, es musste immer oder eben in der Regel dieses Blut fließen. Ja, Blut war zwingend notwendig, aber eben nicht das Blut von dem Menschen, sondern das Blut des stellvertretenden Tieres. Blut wurde vergossen am Altar, das Fleisch des Tieres wurde dann verbrannt. Und dadurch wurde dann eben Vergebung erwirkt. Oder genauer gesagt, präziser gesagt, Bedeckung der Sünden. Bedeckung der Sünden. Ja? Und dadurch, durch diese Bedeckung der Sünden, kam es dazu, dass wir angenommen worden sind, dass da Akzeptanz war, dass eine Sühnung erfolgte, ja, ein Neustart möglich war, dass Freude wieder möglich war, Dankbarkeit, Lob, Reinigung, ja, weil einfach diese Not, diese Sünde bedeckt war. Bedeckt war. Aber es war immer nur Bedeckung. Ja? Es war immer nur Bedeckung. Es war nie eine endgültige, dauerhafte, zufriedenstellende, wirklich richtig gute Lösung. Du kannst es dir so vorstellen. Du hast einen Tisch und auf dem Tisch ist irgendwie ein riesiger Brandfleck. So, wenn jetzt Besuch kommt, ja, dann machst du eine super weiße Tischdecke über den Tisch, deckst alles fein ein, ja, mit Servietten und Kerzenleuchter und sonst was, ganz prima. Kein Mensch ahnt, dass da was an dem Tisch ist, ja, dass der Tisch eine riesen Macke hat. Es ist bedeckt mit diesem weißen Tuch, es ist bedeckt, es ist zugedeckt. Aber der Tisch hat immer noch seinen Brandfleck. So, das ist Altes Testament. Im Neuen Testament sieht die Sache anders aus. Der Herr gibt dir einen komplett neuen Tisch. Ne? Denn im Neuen Testament ist die Sache so, dass es ein Opfer gab, nämlich Jesus. Er kam und das ist die komplette Erfüllung davon. Vielleicht war es sogar der gleiche Ort. Es gibt Leute, die vermuten das. Auf jeden Fall war es in der gleichen Region oder von mir aus in der gleichen Stadt. Ja? Und da kommt es dazu, dass der Vater wieder seinen Sohn in diese Situation bringt. Ich muss dich opfern. Nur bei Abraham gab es eine Alternativlösung. Die gab es bei Jesus nicht. Er ging freiwillig und wurde geschlachtet als Opfer. Ja? So, Isaak trug das Holz. Jesus trug das Holz und er wurde hingegeben, um diese ewige Sühnung zu erfahren. Weißt du, im Alten Testament war es so, wenn das Tier kam, dann hat der Mensch, der das dargebracht hat, der hat seine Sünden hat er auf den Kopf des Tieres gelegt. Er hat es auf dem Tier bekannt und das Tier hat dann das getragen. Die Sünde oder diese, was immer da war, hat er auf das Tier gelegt und das Tier hat die Schuld getragen und musste sterben. Exakt das ist das, was mit Jesus passiert ist. Wir legen unsere Schuld auf ihn, weil er gestorben ist für alle unsere Sünde. Er ist gestorben, damit wir leben dürfen, damit wir gerettet sein dürfen. Ja? So, als das geschah damals auf Golgatha, da war ein riesiges Warum in der geistlichen Welt. Warum? Was tut Gott hier? Was passiert hier? Ich glaube, dass die Guten wie die bösen Mächte und Gewalten in der Himmelswelt völlig überwältigt waren von dem, was hier passiert. Warum? Warum? Eine undenkbare, dramatische Situation. Milliardenmal schlimmer oder dramatischer als das, was damals bei Isaak und Abraham möglich gewesen wäre. Was passierte denn da eigentlich? Was war denn das? Was war die Situation? Was war da geschehen? Ja, und da lesen wir, unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Er trug diese Schuld für uns. Oder in Jesaja 53, Vers 7 lesen wir, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, er tat seinen Mund nicht auf. Schon im Alten Testament wissen wir, der Messias kommt und er gibt sein Leben. Und dadurch haben wir völlige Rettung und völliges Leben. Wir kommen in das Leben hinein, weil er sein Leben gibt. Und dazu musste Blut vergossen werden. Dazu musste sein Blut vergossen werden. Ja? Weil das Leben ist im Blut und er musste es für uns hingeben. Ne? So. In Hebräer 9, Vers 22 lesen wir, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt.
nach dem Gesetz. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Nur unter diesem Zusammenhang des Alten Testaments können wir verstehen, was eigentlich auf Golgatha passiert ist. Es ist die Erfüllung, die endgültige Erfüllung des alttestamentlichen Opferzyklus. Es ist die absolute Erfüllung für Zeit und Ewigkeit. Ja? Das Blut, was Jesus vergossen hat, ist das, was jeden Menschen, der das für sich beanspruchen möchte, der es nimmt, der es aktiv nimmt, für sich ewiges Leben gibt, Vergebung der Sünden gibt. Und noch mehr, wo in diesem Package ist eben auch Heilung und Befreiung und so weiter drin, laut der Bibel. Ja, viele, viele Menschen erleben das nicht. Aber wenn du die Bibel liest, ist es drin und wir dürfen es fordern. Wir sagen, das gehört zu meinem Erbteil. Das ist etwas, wonach ich mich ausstrecke. Ich will es haben. Und das ist etwas, wo ich dich zu einladen möchte und motivieren möchte, dass du sagst, durch seine Striemen bin ich geheilt. Ja, was er an Golgatha vollbracht hat, was er getan hat, ist der Hauptpunkt ist, dass unsere Sünden vergeben sind. Ja, aber es ist noch viel mehr. Beschäftige dich da mal damit. Ja? So, und auch dieser Punkt der Reinigung. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es beispielsweise, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und jetzt kommt's. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut reinigt dich von der Sünde. Das vergossene Blut reinigt dich von der Sünde. So, du musst es für dich beanspruchen, dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Du kannst durch gute Werke, durch irgendwelche Mitgliedschaften in irgendeiner Institution oder einer Kirche oder einer Freikirche oder irgendwas, kannst du gar nichts bewegen. Ja? Es muss von dir persönlich in einem Willensakt dieses Blut, dieses Opfer, dieses stellvertretende Opfer in Anspruch genommen werden. Du musst sagen, ja, ich will. Ich will es haben, ich muss es haben, ich brauche es. Ja, das nennt man landläufig Bekehrung. Und das ist das, was du und ich unbedingt brauchen. Und denk mal drüber nach. Gott gab alles für uns. Ich möchte es mal so sagen. Da ist der Vater. Der Vater hat in der Schöpfung den Menschen gemacht. Mit eigenen Händen. Und er hat ihn den Odem hineingegeben. Er hat seine Kreativität hineingelegt. Er hat ihn als, sagen wir es mal, Krone der Schöpfung genommen. Er hat sich hinein investiert. Der Vater hat alles gegeben. Der Vater hat alles gegeben in den Menschen. Er hat sein Leben gegeben. Ja, als Ebenbild, als Gegenüber. Er hat sich hinein investiert. Ne? Dann kam eben dieses Opferlamm. Jesus. Jesus kam in die Welt. Ganz Mensch, ganz Gott. Und er lebte hier und dann eben dieses stellvertretende Opfer, dieses hingegebene Opfer, der Messias, der geschlachtet wird. Ja, was bei Isaak nicht nötig war, aber was irgendwann, das war nur ein prophetisches Bild, was irgendwann tatsächlich Gott getan hat, in einer unvorstellbaren Art und Weise, wo ich glaube, dass wir die Ewigkeit nicht das kapieren werden, was da eigentlich passiert ist. Dass Gott sich selbst hingibt, in den Tod geht, damit wir gerettet werden können. Was für ein unvorstellbares Ereignis. Weißt du, Religion, da geht es immer darum, was muss der Mensch tun, damit er zu Gott kommt. Christentum ist keine Religion in dem Sinne. Hier geht es um was anderes. Da geht es darum, was Gott getan hat, damit wir zu ihm kommen können. Er bietet uns komplett alles an. Alles, was wir machen müssen, ist es beanspruchen und sagen, ja, ich will. Ja, ich will das haben. So, der Vater hat alles gegeben, der Sohn hat alles gegeben, bis in den Tod hinein. Und was tut der Heilige Geist? Er gießt sich komplett in uns aus. Ja? Ja? Er gießt sich in uns aus, damit wir Leben und völlige Genüge haben. Ne? Also schau mal, der Vater hat uns den Odem gegeben, damit wir sein Leben haben. Jesus hat uns sein Leben gegeben, damit wir in ein Leben in die Fülle hineinkommen, in ewiges Leben hineinkommen. Ja? Und der Heilige Geist hat uns dann dieses Neugeburt gegeben, dieses neue Leben gegeben, damit wir in wirklich das hineinkommen, was der Herr für uns hat. Und die wenigsten Christen in der westlichen Welt haben das schon erlebt. Und das wird sich ändern. Da ist so viel mehr, in das wir hineingehen können. Da ist so viel mehr, was der Herr für uns hat. Wenn dir irgendjemand sagt, mag es sein, wer es will, und sagt, du hast alles, was es von Gott gibt, mehr gibt es nicht. In dieser Erde, in diesem Dasein ist nicht mehr zu erwarten. Dann lauf schreiend weg. Ich sage dir, Gott hat viel, 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 viel mehr für dich, als du bis jetzt auch nur gesehen hast oder dir erträumen konntest. Viel mehr.
Und wenn du im Herzen den Wunsch hast, dass du sagst, ich möchte Gott dienen und ich möchte ihnen Kraft dienen und ich möchte ihnen Power dienen und ich möchte, dass er durch mit sonst was macht, ja, von mir aus Tote auferweckt, ja, wenn du das im Herzen hast, dann ist das doch schon ein Wirken des Heiligen Geistes in dir. Da kommt doch kein normaler Mensch drauf. Ja, das ist doch etwas, was er schon machen will. Dann halt es fest, bet da rein, bleib da dran, lass dich nicht abhalten und lass es dir vor niemanden runterreden und kaputtreden. Dann bleib dran und sag, der Herr hat viel, viel, viel mehr für mich und ich werde hineinkommen in dieser Lebenszeit. Weißt du, Gott, Vater, Sohn wie Heiliger Geist hat alles gegeben, hat sich komplett in dich investiert, ja, hat nichts zurückgehalten. Und wie ist das bei dir? Was investierst du in diese Beziehung zu ihm? Was hältst du zurück? Du besorgst das Feuer. Ich besorge das Opfer. In der Bibel finden wir mehrfach die Situation, dass Feuer vom Himmel fiel. Unter anderem bei der Einweihung der Stiftshütte. Unter anderem bei der Einweihung des Tempels, des ersten Tempels. Dann bei Elia, diesem Showdown auf dem Karmel. Und dann eben das Feuer, das vom Himmel fiel in Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Das Pfingstereignis in Jerusalem. Ja? Das Leben der Jünger oder das Leben der Menschen, die da versammelt waren, wurde vom Herrn mit seinem Feuer versorgt. Ein hingegebenes Leben mit dem göttlichen Feuer. Ein ausgegossenes Leben mit dem göttlichen Feuer versorgt. Ja? Weißt du, da heißt es, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 2 bis 4. Das Pfingstereignis. Das Pfingstereignis. Das ist im Grunde genommen etwas, wo das Feuer des Herrn, you provide the fire, hier auf die Jünger gefallen ist. Das heißt, das kannst du dir so vorstellen, das war dieses Leben dieser Leute, die da waren, dieser Jünger, die ihr Leben hingegeben haben und der Herr hat sein Feuer gegeben. Das war diese Opfersituation. Und sie waren Menschen geworden, sie wurden zu Menschen, die den Erdkreis erschüttert haben. Sie wurden zu Menschen, die in gewaltigen Krafterweisen vorwärts gegangen sind. Sie wurden zu Menschen, die Kernzelle vom Christentum sind. Sie waren die Leute, die in Power und Kraft und Autorität vorwärts gegangen sind. Warum? Sie hatten dieses Feuer, aber um das Feuer zu bekommen, brauchten sie diese Hingabe ihres Lebens. Sie brauchten dieses Opfer. Ja? Sie mussten ihr Leben hingeben. Und es ist sehr interessant, wenn du dich damit beschäftigst, was aus den Aposteln beispielsweise geworden ist. Jeder einzelne Apostel ist eines gewaltsamen Todes gestorben, mit Ausnahme von Johannes, und der war in Verbannung und in Gefangenschaft in Patmos. Ja, weißt du, mir fiel ein Lied ein, was wir vor Urzeiten gesungen haben. Ja, da heißt es, nimm mein Leben, nimm es ganz. Immer größer sei dein Glanz. Denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm mich hin, du allein bist mein Gewinn, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Und im vierten Vers heißt es, nimm mein Herz, zieh du drin ein, du allein sollst Herrscher sein. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Mein Verlangen gebe ich dir, es gehört nicht länger mir. Nimm mein Wollen und mein Tun zu deinem Ruhm. Weißt du was? Das ist so ein richtiges Hingabelied, eigentlich fast ein Bekehrungslied. Leider ist es so, in manchen christlichen Kreisen, dass du hebst die Hand und dann giltst du als Christ. Oder sagst irgendein kurzes Gebet nach und dann giltst du schon als Christ. Das ist nicht wirklich das, was die Bibel sagt. Ja? Die Bibel sagt, wenn du dich bekehrst, dann ist das der allererste Schritt in ein Leben als Christ und das muss ich dann zeigen. Und es muss diese Hingabe haben, es muss diese Bereitschaft haben. Ja? Es muss etwas sein, wo du wirklich etwas opferst. Was denn? Dein Fleisch,
dein Leben, dein Blut, dein ganzes Sein hingeben an den Herrn der Herren und den König der Könige. Das Feuer verzehrt das Fleisch und das Blut muss vergossen werden am Altar. Dein Blut, im Geistlichen natürlich. Ja? So, was ist denn mit Fleisch gemeint? Das sind deine Ambitionen, das sind deine Vorstellungen, das sind deine Wünsche, ja? Das sind deine Stimmung und Gefühle, deine Erwartungen, ja? So, deine Süchte und deine Sehnsüchte. Das sind Gemeinheiten, das sind Dinge, die im Verborgenen passieren, ja? Dinge, die wir nicht wollen, dass jemand anders die weiß, Dinge, die wir nachhalten. Ja, die wir festhalten, irgendwelche inneren Festlegungen, die wir getroffen haben und. Das sind die Bindungen, die Fesseln, die Ketten. Ja, letztlich sind es die Gefängnistüren, die Gefängnismauern, in denen wir drinstecken. Die Gefängnisse, wo wir reingekerkert sind. Und weißt du, der eine steckt in einem Gefängnis, das ist mit irre dicken Mauern. Und der nächste steckt in einem Gefängnis, da ist vielleicht nur ein bisschen Stacheldraht. Aber beide sind gefangen. Beide sind gefangen. Und dieses ganze Ding muss, wie man so schön sagt, muss ans Kreuz. Du musst frei werden davon. Es muss weg. Ja? Und deshalb spricht die Bibel tatsächlich vom Feuer der Erläuterung. Ich hatte diesen Vers gerade gelesen, ja? Wo es um die Reinigung geht durch das Feuer. Ne? Feuer der Erläuterung. Reinigungsfeuer. Und weißt du was? Das kann schmerzhaft sein. Das ist vielleicht sogar schmerzhaft. Aber es ist etwas, was wichtig ist und was gut ist, was diese Hingabe des Lebens bedeutet, damit du in die Fülle dessen kommst, was der Herr für dich hat. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht die Happy-Clappy-Botschaft, wie man sie in manchen Gemeinden findet. Das ist nicht die Bless-me-Bless-me-Botschaft. Ja, ich meine mich mir, ach Herr, segne doch uns vier. Das ist es nicht. Ja, mir geht es darum, um wirkliche Hingabe. Wirkliche, echte Hingabe. Du gibst dein Leben wirklich dem Herrn. Das meint Bekehrung. Du gibst es ihm wirklich. Ja? Weißt du, ich habe in der Bibel so viele Stellen gefunden, wo es darum geht, wie ernsthaft das ist. Ich möchte dir hier Nummer 3 nennen. Markus 8, Vers 35. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Das heißt, wer es als Opfer hingibt. Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Ja? Dieses Hingeben, wie in dem Lied gerade eben. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Lukas 14, Vers 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und so weiter. Es gibt da viele Bibelstellen. Die zeigen dir nur die Ernsthaftigkeit. Die zeigen darum, es geht nicht darum, dass du in irgendeinem Laden ein Mitglied bist. Weißt du, mal ganz ernsthaft. Es gibt ja diese Theologie, Seelenheil durch Mitgliedschaft. Wenn du irgendwo Mitglied in irgendeiner Institution bist, ist dein Seelenheil garantiert. Ich sage dir eins, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es geht darum, dass du in einer persönlichen, intensiven, echten, richtigen, realen Beziehung zum Herrn der Herren und zum König der Könige stehst. Ne? Ja, so. Wir wollen das Feuer des Herrn. Wir wollen hineingehen in das, was er für uns hat. Und weißt du was? Dazu ist es was nötig. Vielleicht weißt du am besten, was du für den Herrn einfach hingeben sollst, was du opfern sollst. Ja, dein Leben, das Blut, was du hingießen sollst vor ihm. Dein Fleisch, was du brennen lässt für ihn. Bitte immer im Geistlichen verstehen natürlich. Weißt du, in der Bibel lesen wir in Römer 12, Vers 11, seid brennt im Geist, dem Herrn dienend. Ja? Hier geht es nicht um frommes Getue. Ja? Hier geht es auch nicht um etwas, wo man sich so noch durchheucheln kann, so einfach dranbleibt. Ja? Hier trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Hier geht es um Ewigkeit. Wirkliche Ewigkeit. Und das ist so ein erschreckendes Thema, die Ewigkeit, dass du darüber nachdenken musst, wie wichtig das ist und dass du da keine Kompromisse machst. Hier geht es um die Hingabe des Lebens zu seiner Ehre. Amen. Ja? Hier geht es nicht um irgendwelche Spielchen. Hier geht es um echtes Opfer. Hier geht es auch nicht darum, dass du irgendwie eine kleine Kollekte gibst oder eine große, ja, ein bisschen was spendest, so dieses Gutmensch-Ding, ja, und dann fühlt sich gut, ja, alles prima, oder eine gewisse Zeit absitzt im Gottesdienst. Nein, es geht um dein Leben. Es geht um was völlig anderes, ja.
Wem dienst du wirklich? Bist du wirklich bereit, ganze Sache mit dem Herrn zu machen? Ist Jesus wirklich dein Herr? Weißt du, bei einer Bekehrung sagt man, ich gebe dir mein Leben, sei du der Herr. Ist das wirklich in deinem Leben der Fall? Denk mal drüber nach. Oder wo bist du der Herr in deinem Leben? Und er ist ein Zaungast, der zugucken darf. You provide the fire and I provide the sacrifice. Sigrid hatte vorhin die Bibelstelle vorgelesen. Sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Weißt du was? Das ist es, was das Abendmahl bedeutet. Oder zumindest eine wichtige Facette davon. Das ist es, was da drin steckt. Das Abendmahl spricht von diesem Blut, von diesem hingegebenen Leben, von Yeshua Mashiach, dem Messias selbst, der sein Leben gegeben hat, der aus der ewigen Herrlichkeit gekommen ist in diese Begrenzung des irdischen Lebens, um für dich und für mich ewige Freiheit, ewiges Heil, ewige Rettung zu erwirken. Ja? Und da dürfen wir uns andocken, wenn wir das Abendmahl nehmen. Da dürfen wir uns dran festhalten, wenn wir das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist etwas, wo es darum geht, diese gewaltige Wahrheit, diese gigantische Wahrheit in uns sozusagen aufzunehmen. Ja? Es ist etwas, wo wir uns andocken können. Es ist etwas, wo wir dieses Ding für uns persönlich ganz spürbar, im wahrsten Sinne des Wortes, schmeckbar machen können. Ne? Und das ist etwas, was ich gigantisch finde, wenn wir ans Abendmahl denken. Ja, wenn es ums Abendmahl geht. Wir dürfen in diesem Bild von Isaak, der geopfert werden sollte, der Herr hat ein Tier geschenkt, als prophetisches Zeichen, viele, viele Jahrhunderte später, hat der Vater selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er starb für uns, damit wir gerettet werden dürfen. Ja? Damit wir kein Opfer mehr brauchen, kein Widder, der für uns stirbt. Wir haben ein ewiges Opfer. Ja? Wir haben das Passahlamm Yeshua Mashiach für dich und für mich geopfert. Und dieses Blut und dieses Fleisch, das hat er uns gegeben, hat gesagt, hier, ihr müsst euch das bewusst sein, das ist es, wo ihr euch andockt, wenn ihr Abendmahl nehmt. Das ist kein Ritual, das ist etwas, wo du dir bewusst machst, ich nehme das in Anspruch für mich, dieses Opfer, was er gebracht hat, diese Rettung, diese Erlösung, die er mir geschenkt hat, ich beanspruche das für mich und alles, was darin enthalten ist, diesen kompletten Segen, den hole ich mir hinein. Den nehme ich in mich auf, ich mache mich dessen bewusst. Das ist das, worum es hier bei dem Abendmahl geht. Und wir haben hier jetzt das Abendmahl ein bisschen vorbereitet und ich lade dich einfach ein, dass du jetzt bei dir zu Hause auch dein Wein oder deinen Traubensaft nimmst, dass du ein bisschen Brot nimmst, ja, um einfach das jetzt mit uns gemeinsam zu feiern. Unter diesem Bewusstsein, dem Bewusstsein von Feuer, Blut und Ewigkeit, unter diesem Bewusstsein von dem Feuer des Heiligen Geistes, der Kraft des Blutes, ja, und dieser Ewigkeit, das ewige Leben, was damit verbunden ist. Hör mal, wir sagen häufig, das Blut Jesu ist das Kostbarste, was es im Universum gibt. Das stimmt. Es ist das Kostbarste, was es im Universum gibt. Dazu lese ich jetzt einen Text aus Johannes 6, Vers, ab Vers 49. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Amen. Und das ist das, was wir jetzt tun wollen. Wir wollen dieses Brot essen. Wir wollen es aufnehmen in uns. Das, was wir hier haben, das ist Matzenbrot. Das kann man kaufen. Dieses Matzenbrot hat solche Striemen, solche Rillen und hat Löcher innen drin. Das liegt daran, dass es ganz schnell gebacken werden musste. Und es ist ein Zeichen für die Striemen Jesu und dass er in die Seite gestochen wurde. Sein Opfer, damit wir leben. Sein Opfer, damit wir am jüngsten Tag auferweckt werden. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, so hieß es hier in diesem Text, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Ja, das hingegebene Leben, der hingegebene Leib des Herrn. Ja, und es heißt, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Solches tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dieses Opfer von dir, deinen hingegebenen, gebrochenen Leib, dass wir den für uns beanspruchen dürfen. Wenn wir das in uns aufnehmen hier, ja, im geistlichen Bild, ja, dann ist es etwas, was Teil von uns wird. Wir machen uns damit eins. Wir gehören zu dir. Ja, wir sind eins mit dir. Du bist in uns. Und wir danken dir dafür, dass wir dieses Vorrecht haben, dass wir eins werden mit dir. Wir sind der Leib Christi. Ein Leib mit dir. Du bist das Haupt, wir sind die Glieder, der Leib. Und wir danken dir dafür, dass wir durch das Abendmahl dieses bewusst machen können. Ja. Wir danken dir für diese Gnade, diese tiefe geistliche Wahrheit, die eigentlich das menschliche Verstehen übersteigt. Und wir sagen, das ist etwas, wo wir uns andocken an deinen hingegebenen, gebrochenen Leib und das, was du damit getan hast. Yes. Desgleichen nahm er den Kelch, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmt und trinkt. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Vater im Himmel, wir danken dir für das Blut Jesu. Wir danken dir für dieses Opfer. Wir danken dir für dieses kostbare Geschenk, das du
jedem, der da glaubt und jedem, der dieses Blut in Anspruch nimmt, dass du ihm ewiges Leben schenkst. Jetzt schon und auch später. Herr, wir danken dir, dass dieses Blut Bedeckung ist für alle unsere Schuld. Und wir danken dir, wann immer wir zu dir kommen und wir dich bitten, dass du uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit, dass dieses Blut für uns wirksam wird. Wir preisen und wir ehren dich und wir rufen heute gerade diesen Schutz deines Blutes aus. Absolut. Wir rufen die Kraft deines Blutes aus. Wir erinnern uns daran, dass das Blut an die Türpfosten gestrichen wurde, Amen. Damit der Würgeengel vorbeigeht. Yes. Wir danken dir, dass das Blut das immerwährende Opfer für uns geworden ist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du nicht zurückgehalten hast, sondern du bist treu gewesen und du hast den Tod am Kreuz auf dich genommen. Und Vater im Himmel, wir preisen dich für die Kraft deiner Auferstehung und dass wir heute diesen Zutritt haben, dass wir das Blut aufnehmen können, was Jesus für uns vergossen hat und dadurch verwandelt werden von Angesicht zu Angesicht. Yes. Christi Blut für dich vergossen. Wenn du das Blut nimmst, mach dir bewusst, es ist das kostbarste Substanz im Universum. Im Geist nimmst du das in dich auf. Weißt du, dass gegen das Blut Jesu keine Macht des Feindes, keine Macht der Hölle, keine Macht von Verdammnis, keine Macht von Sünde, keine Macht von irgendwelchen Dämonen auch nur ansatzweise bestehen kann? Das Blut ist etwas, wo alle Mächte, der Finsternis, fliehen müssen. Wenn du im Geist dir bewusst bist, was du machst, dann nimmst du etwas in dich auf, was ein gigantischer Schutz ist und was eine gewaltige Waffe ist gegen die Machenschaften des Feindes. Ja. Deshalb, wir sind Leute, wir sagen, so oft ihr daran denkt, wenn du den Eindruck hast, dass du das nehmen willst, für dich, zu Hause, allein, dann tu es doch einfach. Lass dich doch nicht abhalten. Das ist nichts, wo du einen Priester oder einen Geistlichen brauchst oder sonst was, sondern du kannst das tun für dich. So oft du daran denkst, dann nimmst du das für dich als Schutz, als Segen, als etwas auf, wo du sagst, da docke ich mich an. Yes. Diese wunderbare, kostbare, ewige Substanz. Denn hier heißt es, ich habe auch noch eine Bibelstelle, 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das Amen. Ist es, was uns erlöst hat. Yes. Das ist es, was uns ewiges Leben gibt. Das ist es, was so wichtig ist. Yes. Und er sagt, so oft ihr daran denkt, nehmt es. Ja. Für uns bedeutet das, so oft wir daran denken. Täglich. Wir kennen Leute, die nehmen das sogar zweimal täglich. Ja. Ja. Also habt da keine Scheu. Nimm das mal für dich, so oft du daran denkst. Yes. Es ist etwas, was wirklich, wirklich große Bedeutung hat. Nicht als ein Ritual, sondern als etwas, was du mit dem Herrn nimmst. Wirklich in einer ganz persönlichen Liebesbeziehung. Weißt du was? Als ich Kind war in der Gemeinde, da war das Abendmahl so etwas Trauriges. So, die Männer damals hatten schwarze Anzüge an, wenn einmal im Monat das Abendmahl gegeben wurde. Und irgendwie hat mich das als Kind irgendwie so gestimmt, dass das Abendmahl was ganz Ernstes und ganz was Besonderes und so sein müsste. Es ist etwas Besonderes und es ist etwas Ernstes, aber es ist im Grunde genommen nichts Trauriges. Sondern es ist, zum Jubeln ist Leben es. An sich. Ja. Und ich freue mich, wenn ich Abendmahl nehmen kann. Wenn ich das in Anspruch nehmen kann. Denn das ist im Grunde genommen unser Leben. Ja. Das ist das, was Leben für uns gebracht hat. Und das ist es, was am jüngsten Tag, an dem Tag, wo wir vor Jesus stehen, was immer noch Gültigkeit hat. Ja.
das Blut und der gebrochene Leib, ja, das ist es, was dich in die Ewigkeit bringt, wenn du es für dich in Anspruch nimmst. Ja. Darin ist das ewige Leben enthalten. Und deshalb ist es ja so wichtig. Und wenn du darüber nachdenkst, das ist das einzige Fest, sage ich mal, was im Neuen Testament uns verordnet ist. Das ist es, was wir halten sollen. Ja, und was man jeden Tag feiern kann. Was sonst wird uns eigentlich nichts großartig gesagt. Ja. Das ist es, was wir machen sollen. Ja? Und es ist sehr interessant. Da steckt sagenhaft viel drin. Ja? Und jetzt möchten wir, leg mal kurz deine Bibel weg. Ja. Jetzt wollen wir hier über den Anliegen, wie wir es vorhin gesagt haben, das wird jetzt ganz schön schwer. Du kannst hier draufstellen. Ich trage viel. Wir wollen jetzt auch hier für diese Anliegen, ja, eben auch, wie wir vorhin gesagt haben, wir wollen hierüber, ja, das Brot brechen. Und wir wollen darüber auch, yes, im Bild gesprochen, hier einfach das Blut darüber gießen. Also das ist für uns nur ein Bild. Das ist nur etwas, wo wir sagen, diese Anliegen von diesen kostbaren Menschen, wir wollen, dass sie mit dieser Wahrheit verbunden sind. Das, genau, brauchst du nicht zu machen, vielleicht findest du das auch komisch, aber für uns ist es etwas, wo wir sagen, das spricht zu uns, ja, wo wir sagen, diese Dinge, ja, all diese Not, all dieses Elend, all diese Probleme, all diese Situationen, sie brauchen genau diese Kraft, yes, dieses Blutes und dieses zerbrochenen Leibes, damit diese Sachen sich klären und die Macht des Feindes gebrochen, yes, ist. Yes. Sie brauchen genau dieses, was der Herr für uns getan hat. Ja, wir rufen hervor die Freiheit des Blutes Jesu, die Kraft des Blutes Jesu, die Macht des Blutes Jesu. Wir sprechen aus Bewahrung durch das Blut Jesu. Schutz. Schutz, yes, durch das Blut Jesu. Wir rufen Veränderung durch das Blut Jesu hervor. Wir sprechen aus, gebunden ist der Feind, der dieses attackieren möchte und attackiert hat. Und wir rufen den Sieg des Kreuzes hervor. Wir rufen aus, Jesus hat den Sieg über diese ganzen Nöte. Ja. In dem Namen Jesus. Im Namen Jeshua. Yes. Zum Schluss möchte ich mit uns zusammen noch einen Psalm lesen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir in der Ich-Form das Wort Gottes ergreifen wollen für unser Leben. Und in diesem Psalm geht es gerade darum, um dieses Vergiss nicht. Erinnere dich daran. Das Abendmahl wurde gestiftet, wurde gegeben und Jesus hat gesagt, so oft ihr es tut, vergesst es nicht. Erinnere dich daran. Yes. Und dieser Psalm, den wir jetzt lesen wollen, der ist eigentlich ein Loblied. Und nun kannst du sagen, ja, also jetzt ist es aber komisch, jetzt machen sie ein Loblied, wo das so eine ernste Angelegenheit ist mit dem Abendmahl und so eine ernste Angelegenheit mit den Anliegen, mit den Gebetsanliegen. Es ist ein Loblied wert. Es ist Kraft im wunderbaren Blut. Ja, es ist Kraft allein in dem Blut allein. Aber in dem Erinnern daran, was Jesus getan hat, muss es zu einer Dankbarkeit und, ja, zu einem Lob kommen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alle, die wir hier zusammen sind, wir leben immer noch, auch vielleicht unter Bedrängnis und Schmerzen, aber der Herr hat uns gehalten bis auf diesen Tag. Und das ist allemal ein Lob wert. Schlag mit mir zusammen auf Psalm 103. 103 ist der Lobpreispsalm und ich liebe ihn und er ist wirklich königlich, sich daran zu erinnern. Von David. Von David. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Amen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Yes. Der da vergibt alle deine Sünden. Amen. Alle. Der da alle, heilt. Alle deine Sünden. Der da heilt alle deine Krankheiten. Hast du das gehört? Der da heilt alle deine
Krankheiten. Der vergibt alle Sünden, der da heilt alle Krankheiten. Package. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Amen. Der dich krönt mit Gnade krönt. Und Erbarmen. Yes. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Ja. Und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit Amen. Und Recht allen, yes. die bedrückt werden. Allen, die bedrückt sind. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, yes. langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, Amen. Nach unseren Sünden Amen. Uns nicht vergolten. Yes, das war das Thema heute. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Amen. So fern der Osten ist vom Westen, ja. hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Ja. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage und wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber und so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, Amen. Um sie zu tun. Ja. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr ja. seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Amen. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Amen. 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 Wir versiegeln dieses Wort in eurem yes. Leben. Wir sprechen aus, das, was hier verheißen yes. ist. Dieser Schutz des Herrn, dieser Segen des yes. Herrn, dieser, das, was da drin enthalten ist. Ja? Der alle deine Gebrechen wegnimmt, der für deine gesamte Sünde gestorben ist, dass da nichts bleibt. Yes. Der will, dass dein Leben überreich ist, dass du im Segen yes. bist. Der einfach möchte, dass du in Fülle lebst. Yes. Wir sprechen aus, dass das hervorkommt. Amen. Dass das hervorkommt, was Amen. In diesem Psalm anklingt. Dass das hervorkommt in deinem Leben. Wir sprechen den Segen Gottes über dir yes. aus. Wir sprechen die Versorgung yes. Gottes über dir aus. Wir sprechen Neues. Die Freude Gottes über yes. dir aus. Shalom. Ja, und Neues kommt. Neues kommt. Wir sprechen aus, dass du in das hineinkommst, was der Herr für dich hat und was weit über das hinausgeht, was du bis jetzt gesehen hast. Ja, es ist mehr für dich da. Es ist mehr für dich da. Der Herr Amen. Hat mehr für dich, wenn du sein Kind bist. Wenn du durch das Blut erkauft bist. Wenn du gerettet bist. Wenn du deinem Leben ihn hingibst und ihn wirklich als deinen Herrn und Retter Amen. Akzeptierst. Yes. Nicht mit Worten, Amen. Sondern real. Amen. Ganz wirklich. Amen. Und sagst, ja, ich gebe dir mein Leben. Du bist der Herr. Ich habe verstanden, dass du alles für mich gegeben hast. Dann hat der Herr für dich Möglichkeiten und Dinge. Davon kannst du dir keine Vorstellung machen. Viel, viel, viel mehr für dich. Das ist das, was die Propheten immer wieder sagen. Gerade in letzter Zeit. Solche gewaltigen Worte über Deutschland, über Europa, ja? Yes. über die westliche Welt, über die ganze Welt, was der Herr tun wird. Und das ist etwas, was uns völlig begeistert. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, und jetzt sind wir auch gleich am Ende. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich arbeite gerade an einer Broschüre mit prophetischen Worten ja. über das, was der Herr gerade über die deutschsprachige Welt, also ja. Deutschland, Österreich, Schweiz insbesondere, gesagt hat, was an Verheißungen ist, was an prophetischen Zusagen ist. Und ich denke, so in 5-6 Wochen wird diese Broschüre da sein. Die wollen wir ja. kostenlos verschicken für diejenigen, die damit was anfangen ja. können. Das hatten wir früher, vor einigen Jahren, da hatten ja, wir eine, der hieß Der geistliche Tsunami. Ja.
ich weiß nicht, wie viele Tausende, ja weit über 10.000, wir davon verschickt haben. Kostenlos, wird über Spenden finanziert. Und diese Broschüre haben wir auf dem Herzen, jetzt in der jetzigen Situation auch wieder zu verschicken. Ja. Mit dem, was sagt Gott? Weißt du, du kannst in den Nachrichten, kannst du sonst was anhören oder du kannst dir auch in den alternativen Medien sonst was anhören. Aber was sagt Gott? Was ist wirklich das, was durch Prophetien weitergegeben wird? Ja, natürlich musst du die prüfen, wie du alles prüfen musst. Aber was sagt Gott? Und das ist etwas, wo wir sagen, da haben wir einige Sachen zusammengetragen von dem, was jetzt gerade momentan Reden Gottes ist in der Situation. Ja. Und wir glauben, das wird ein großer Segen für jeden sein, der es liest. Deshalb kann sich schon darauf freuen. Wir werden das natürlich ankündigen, wenn es soweit ist. Momentan ist es noch in Arbeit. Ja. So, in Arbeit ist auch jetzt dieser Gottesdienst, dass ihr... Okay, der Martin hat noch was. Nein, ich habe das hier noch. Keine Veranstaltung, ohne nicht darauf hinzuweisen. Falls du es noch nicht bestellt hast, das ist der Spaziergang, ein evangelistisches Büchlein, wo wir einfach so zusammengetragen haben, um was es geht. Falls du keine Ahnung hast vom Herrn oder wieder rückfällig geworden bist, nachdem du schon einmal einen Anfang mit Jesus gemacht hast, dann kannst du hier dieses Heftchen auch bei uns bestellen. Ja, hier heißt es beispielsweise, willst du einen Neuanfang mit Jesus machen? Mhm. Für Leute, die irgendwie rückfällig geworden sind oder das einfach nochmal erneuern wollen. Oder natürlich überhaupt Christ werden wollen. Das können wir dir zuschicken oder du kannst das bei uns bestellen, auch kostenlos, um es einfach weiterzugeben. Ja, dafür zu beten, weiterzugeben, das ist eine richtige, schön gemachte Broschüre mit hier einer Entscheidungskarte und so weiter. Fragen über den Glauben, über Gebete. Also wir laden dich ein, kannst du gerne bei uns bestellen, also kostenlos, 20, 30 Stück, schicken wir dir von Herzen gerne zu, wenn du möchtest. Auch weniger. Evangelistisch, ja, oder einfach auch Nummer eins, um zu gucken, ob das was ist für dich. Ja. Und hier unser letzter Freundesbrief vom Mai, da war ja dieses prophetische Wort, ja, Wort an das Volk Gottes in Deutschland, die Erschütterung wird weitergehen. Und dieses Wort, diesen Freundesbrief, den haben wir also jetzt wirklich auch etliche tausendmal verschickt. Wir drucken den gerade nach. Ja. Wir drucken den nach, weil der große Nachfrage ist. Wir schicken dir sehr, sehr gerne diesen Brief. Da ist eigentlich nicht viel mehr drin als dieses prophetische Wort, um einfach das weiterzugeben für den Hauskreis oder sonst was. Leute, die du kennst und für die das vielleicht interessant ist. Also schicken wir dir kostenlos zu diesen Freundesbrief, so viel du magst, und den Spaziergang, so viel du magst. Ja, also mit dem Freundesbrief, mit diesem prophetischen Wort, es ist gut, wenn wir das nicht nur einmal lesen. Wir haben Zuschriften bekommen von Leuten, die das bekommen haben, die es gelesen haben und die gesagt haben, ich lese das ganz, ganz oft, damit ich es lebendig halte und dem Herrn in den Ohren liege, dass wir das, was darin geschrieben steht, dass es kommt. Dass es kommt. Und zwar zu meiner Lebzeit kommt. Und ich bin dabei, das wirklich immer wieder mal zu lesen, immer wieder mal zu verinnerlichen, immer wieder mal zu hören, damit ich den Glauben, den ich daran habe, dass ich das lebendig halte, dass ich das auch wirklich in meinen inneren Menschen aufnehme. Also das ist sehr gut, einfach über eine Zeit beizubehalten. Wird übrigens auch in der Broschüre stehen. Ja. Aber natürlich noch mehr. Ja. Und der Gottesdienst, den wir jetzt hatten, den kannst du natürlich am Sonntag ab 10 Uhr morgens wieder schauen bei uns auf der Webseite. Du kannst ihn, also manche Leute sagen, ja, ich gucke mir das immer in Häppchen an, ich gucke mir streckenweise an, ich lese die Texte mit in der Bibel, ich lese nach, ich bete darüber, was gesagt wurde, und das ist sehr, sehr gut. Das bringt unseren Glauben weiter und es hilft uns, dran zu bleiben am Wort Gottes. Ja, und denk dran, also wir werden die Zoom-Gottesdienste jetzt so nicht mehr durchführen, sondern wir gehen jetzt auf Livestream bei Facebook, bei YouTube, bei Vimeo, einem anderen Videoportal, oder eben bei uns auf der Webseite, wenn du magst, da kannst du das dann finden. Und wie gesagt, da ist es dann auch da. Also es steht dann zur Verfügung, du kannst es jederzeit wieder öffnen, nachschauen, je nachdem, welche Plattform dir am liebsten ist, oder eben bei uns auf der Webseite. Also ich glaube, die Leute, die vor allen Dingen das Zoom nutzen, dass die ganz einfach rüberschwenken können zu uns auf die Webseite und dann
kannst du das anklicken und das ist ein ganz einfacher Weg. Für alle Zoom-Nutzer, die Qualität ist besser in den anderen Medien. Die Qualität wird besser, der Ton wird besser. Die Qualität ist besser in den anderen Medien. Ja, okay. Wunderbar. So, dann wollen wir uns verabschieden. Ja. Der Herr segne euch. Yes. Haltet fest an dem, was ihr gehört habt. Amen. Genau. Verinnerlicht. Lebt damit und... Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns nächsten wieder. Nächsten Freitag. Jawohl. Und live. Und in Farbe. Und in voller Jetzt Länge. Mit so einem schönen blauen Hintergrund. Ja. So, und wir segnen euch von hier aus und wir grüßen euch ganz, ganz herzlich. Wir danken euch für alle Zuschriften, für alle Ermutigung. Seid gesegnet. Und tschüss. Ade. Ciao. Ciao.